Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen wieder bei unserem Forever Gains Talk. Und ich freue mich, ich habe nämlich den nächsten Interviewgast hier. Und zwar ist es ein Gast oder eine Person, die ich schon seit wirklich 37 Jahren kenne, sage und schreibe. Also ich glaube, das ist außer meiner Familie die einzigste Person, die ich so lange kenne, würde ich fast sagen. Also ja, ist, glaube ich, die längste Freundschaft, die wir beide haben. Also wirklich seit 37 Jahren. Und zwar ist das die liebe Agi. Und die kann sich auch gleich vorstellen. Und die Agi hat wirklich in ihren 40 Jahren, ich weiß, du hörst es nicht gerne, ein spektakuläres Leben hingelegt. Also es ist wirklich spannend, durch welche Dinge die Agi gegangen ist. Und was noch viel spannender und schöner ist eigentlich, dass wir ja, also immer noch befreundet sind, seit wirklich 37 Jahren, alle Höhen und Tiefen unseres Lebens mehr oder weniger miteinander erlebt haben. Und zum Teil wird man denken, wir könnten unterschiedlicher nicht sein, aber nichtsdestotrotz, egal in welcher Lebensphase wir uns befunden haben, und es gab viele Phasen, waren wir immer befreundet. Also egal, wie unterschiedlich wir waren. Und ich glaube, das ist wirklich was, das gibt es nicht oft. Und deswegen freue ich mich, euch heute die liebe Agi live aus Leipzig vorzustellen und zu begrüßen. Und Agilein, ich würde sagen, let's go. Und du kannst dir mal erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Yay! Ja. Also schauen wir mal, ob mein Leben wirklich so spektakulär ist. Auf jeden Vielleicht ist es Fall. ein weniger Speck, aber Tag, Tag. Leer bestimmt, also relativ, ja. Höhen und Tiefen waren dabei. Kennenlernen ist lustig, weil, naja, also ich bin quasi im Jahr 1987, glaube ich, ungefähr, nach Grünstadt gekommen. Ja. Als kleines Kind mit meinen Eltern aus Polen. Ich glaube, der Plan war, irgendwann mal nach Australien auszuwandern, aber irgendwie sind wir in Grünstadt gelandet. Grünstadt an der Okay. Weinstraße. Das Australien der Neuzeit. Ja, genau. Also quasi sind wir irgendwie flüchtlingsmäßig in Deutschland gelandet und sind in dieser Wohnung da. Ich weiß gar nicht mehr genau. Warum wir, also auf jeden Fall waren wir halt in einer Wohnung, also quasi in einem Haus, wo du quasi über mir gewohnt hast, beziehungsweise deine Mama und du. Und wir haben uns, ich erinnere mich nicht mehr wirklich, wie wir uns kennengelernt haben. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie wir uns das erste Mal Also, wirklich. ich erinnere mich noch, also man muss sagen, die Agi war schon immer so ein lebhaftes Kind, so wie sie halt ist. Fröhlich, aufgeschlossen, sehr sociable, geht auf jeden zu, herzlich. Und ich war wirklich so ein ganz ruhiges, verschlossenes Kind, wollte eigentlich mit Kindern nicht viel zu tun haben, weil ich halt auch nur mit Erwachsenen als Einzelkind groß geworden bin. Und ich erinnere mich, dass ich den Balkon runtergeguckt habe und die Agi ist angekommen. Und zwar, ihr hattet so ein Renault. Was war das für ein Renault? Es war ein Renault, ne? Dieses kleine Auto. Naja, so ein Fiat wahrscheinlich, Oder oder? Das Fiat, ja. war so ein Mini, so ein Maluch in Ja, Polen genau. heißen Also, ihr hattet auf jeden Fall den Kofferraum vorne, wo eigentlich der Motor ist, ne? die. Genau, Da erinnere ja. ich mich noch dran. Und ich meine, dieses Auto war grün, kann es sein? Boah, ey, pff, daran Ich weiß erinnere es nicht mehr. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass ich gesehen habe, wie also wirklich die Mama, Papa von Agi und die Agi aus diesem Mini-Auto ausgestiegen sind. Und die hatten echt mega viel Zeug da drin. Ich weiß gar nicht, wie das reingepasst hat. Und das ist eigentlich so die erste Situation, an die ich mich erinnere, wo ich die Agi so bewusst gesehen habe. Und sie hat halt gleich, so wie Kinder halt sind, ne, gewunken und gleich so, hallo, ne? Obwohl, du konntest ja kein Deutsch, ne? Du hast ja nur Polnisch gesprochen eigentlich. Und ich glaube zu meinen, dass du aber dann auch natürlich du den ersten Schritt gemacht hast und, glaube ich, hochgekommen bist und, glaube ich, auch geklingelt hast und gefragt hast, ob du mit mir spielen darfst. Auf Polnisch, ja. So wie du es halt konntest. Und so fing unsere gemeinsame Reise an, ja. Ja, total lustig. Also ja, ich glaube, ich war wirklich sehr grenzenlos, so schon immer ein bisschen, auch als Kind. Und ich erinnere mich halt, ja, klar, wir waren super unterschiedlich, aber irgendwie war da so eine tiefe Verbundenheit. Und vor allem durch diese ganzen Geschichten, also irgendwie war das Leben damals dann auch nicht so einfach direkt so, ne? Man war von der Familie getrennt, von Polen. Meine Mama, mein Papa, die
hatten eine etwas schwierigere Zeit dadurch, dass da auch keine Großeltern-Support da war und so weiter. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck immer, dass wir halt so verbunden miteinander waren als Kinder und trotzdem auch so in dieser Erwachsenenwelt immer so. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber ich finde es lustig, weil ich habe gerade auch heute noch mal so darüber nachgedacht, wie das eigentlich zwischen uns war. Und weil du sagst, ja, keiner so lang, kennst du so lange wie deine Familie, weil es war halt irgendwie wie so Familie, ne? Dadurch auch dieser Kindergarten, also ich weiß noch, ich kam in den Kindergarten und für uns Polen war das auch seltsam. Es war genauso wie, also wir waren ja gleich in Westdeutschland gelandet, hier in der DDR, wo ich ja jetzt lebe, also in der ehemaligen DDR. Ich finde es halt auch so, dass man zum Beispiel so einen Kindergarten ganztags hatte und die Frauen waren halt alle arbeiten und dort im Westen war das gar nicht so gewöhnlich, sondern man musste das Kind immer mittags irgendwie vom Hort, also von dem Kindergarten abholen und dann irgendwie mit dem woanders essen. Also es war irgendwie ein bisschen kompliziert und ich glaube, dass da auch viel Rückhalt so bei deiner Familie gleich für mich war und wir uns dann irgendwie gleich mit den Familien so zusammen arrangiert haben. Und ich habe viel auch Erinnerungen, wie ich bei euch eben gegessen habe, so eure Kultur, dann das Essen, es war ja so anders, ne? Das chinesische, malaysische Essen und es war auch irgendwie so faszinierend und ja, irgendwie so andere Welten. Und ich glaube, bei mir war auch immer für dich so ein bisschen eine andere Welt, ne? Also war irgendwie, man hat so Bei euch irgendwie. war es immer spannend. Ja, und man war so in Deutschland und war auch so dann Deutsch irgendwann. Also ich glaube, dieses Deutschlernen war ja als Kind easy. Also es war ja Ja. irgendwie der Vorgang. Du hast ein paar Filme geguckt und dich im Kindergarten gebissen. Also ich war ja so richtig brutal am Anfang, weil ich dachte, alle Kinder wollen mir irgendwas. Und dann habe ich mich so verteidigt und so. Habe dann alle irgendwie ein bisschen fertig gemacht, aber dann doch Deutsch gelernt. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ich glaube so, ich war zwar offen und mit Kindern, aber ich weiß auch nicht, ich konnte, glaube ich, auch nicht immer mit allen. Und wir sind irgendwie ganz gut klargekommen, haben viel Zeit miteinander verbracht, auch manchmal so Zeit in Stille, weißt du, so irgendwie, wo wir viel gespielt haben mit Spielsachen. Du hattest auch immer sehr viele Spielsachen und warst so anders sozialisiert, auch auf eine gewisse Art. Ich hatte schon auch immer so den Eindruck, ne, bei dir gab es halt viele Barbies, viele Puppen, also ein bisschen mehr Sachen. Aber du hast immer alles so herzlich geteilt. Also es war immer so, Ja, das stimmt. ich hatte immer so den Eindruck, man muss da jetzt auch nicht aufpassen oder, ne, es war irgendwie Nee, so. das stimmt. Ja, aber man muss sagen, ich finde im Vergleich, ja gut, es ist immer schwierig zu sagen im Vergleich, ne? Alle Generationen sind anders, aber wir konnten wirklich noch mit gar nichts spielen, ja. Also wir hatten wirklich so eine blühende Fantasie. Also wenn ich mich dran erinnere, also die Story hat meine Mutter gerade letztens erzählt, und zwar 1990 muss es gewesen sein, wurde ja das Thema Mülltrennung groß eingeführt, ne? Und damals fing es dann an, dass wir. Also es gab dann diese Wertstoffsäcke, das war halt neu, ne? Und dann haben die Leute ihre Dosen und Gläser getrennt und so. Und früher war das halt nicht so wie heute. Die haben das ausgespült, wenn die das in den Müll getan haben, ne? Und Yagi und ich, wir wollten halt irgendwie spielen und waren halt unten. Wir waren viel auch draußen, muss man sagen, ne? Wir haben viel draußen gespielt. Auf den Und Garagen. ja, genau. Und das hat meine Mutter auch erzählt, sind auf den Garagendächern rumgelaufen, die Leute immer mehr Herzinfarkt bekommen und haben bei meiner Mutter angerufen, das geht nicht, die laufen auf der Garage rum. Aber ich erinnere mich noch an eine Situation, warum wir auf der Garage waren, weil die Agi mir erzählt hat, sie hat einen Ring da oben verloren. Also, aber wie dämlich, dass ich nicht mal hinterfragt habe, wie die den Ring da hochgeschafft hat. Ich glaube doch, ich habe dann gefragt oder dann hast du irgendwie erzählt, du hast so hochgeworfen und keine Ahnung. Und Wichtiges Familienerbstück, ja, genau, kommt ja von irgendwie. meiner reichen Oma oder irgend so ein Scheiß. Und dann sind wir auf der Garage rum und haben diesen Ring gesucht. Also wirklich. Aber auf jeden Fall, es fing halt an mit dieser Wertstofftrennerei und die Agi und ich fanden das halt cool, weil wir hatten jetzt, also da gab es einen Spielplatz, der war aber echt richtig lieblos, wenn ich mich so erinnere. Aber wir hatten jetzt kein so Sandgeschirr, ne? Also wir hatten nicht so Eimer und Schippe und so Zeug. Aber wir wollten halt irgendwie kochen spielen. Und dann haben wir diese Säcke ausgepackt und haben halt diese Dosen und diese Gläser genommen und haben halt tatsächlich mit denen Küche gespielt. Ja, wir wussten uns zu helfen. Ja, also das stimmt. Das war schon eine wilde Zeit. Aber ja, ich habe echt Stories auch immer erzählt. Irgendwelche Sorry.
Mein Ja, Reich du, also Familienmitgliedern in ich, Polen. nee, also ich erinnere mich wirklich so an Agis Zimmer. Also wenn ich mich so erinnere, ich weiß noch, man kam rein und dann war rechts so eine holzlange Kommode, aber so eine flache Holzkommode. Ich glaube, dann stand am Fenster ein weißer Schreibtisch und dann weiß ich, links hinter der Tür, also neben der Tür war ein Schrank mit Spiegeltüren und du hattest kein Bett, sondern eine Schlafcouch, wo ich dich immer beneidet habe drum. Und ich meine, die war mit Blümchen, aber so braun oder rosa mit Blümchen so irgendwie. Also das erinnere ich mich noch. Und ich komme zu Agi und es war immer spannend, weil die Agi hatte immer eine andere Geschichte zu erzählen. Und eines Tages komme ich rein und die Agi sitzt da auf dieser Couch aufgeklappt und hat den Faltenrock ihrer Mutter um den Kopf, ja, weil sie unbedingt lange Haare wollte, hat sie den Faltenrock um den Kopf. Und ich weiß noch, der Rock, das war so ein bordeauxroter Rock mit so voll schön, mit so Glitzerfäden drin, ja, wie so Lametta. Und da saß sie da. Ich auch noch. Ja, und dann hat sie irgendwie erzählt, was weiß ich, sie ist jetzt die Königin von sonst wo, weiß der Kuckuck was. Und die Aki konnte echt erzählen. Und ich glaube, eine Sache, die ich heute noch gut kann, ist, ich konnte schon immer gut zuhören. Weil ich habe dann einfach zugehört, was die Aki so erzählt hat. Und ich weiß, mich hat dann gestört, dass bei der Aki so eine Unordnung war. Und die Aki hat dann erzählt. Und ich habe angefangen, der Agi ihr Zimmer aufzuräumen, während sie erzählt hat. Irgendwo gibt es noch Fotos davon. Ja, und das war so unsere Beschäftigung, ne? Aber deswegen, also wir brauchten eigentlich gar nicht so viel Spielsachen, weil wir hatten irgendwie immer super viel Fantasie. Ja, und also bei mir war wirklich immer sehr chaotisch. Du warst so eine, du konntest irgendwie immer so alles in Ordnung Oh halten. Gott, und ich weiß noch, wir durften nicht wie heute, ne, haben die Kinder so Schminkkoffer und so. Meine Mutter war da total dagegen. Die hat gesagt, ah, du siehst aus wie Lolita, dies gibt's nichts. Also ich durfte das gar nicht. Mich da irgendwie Nagellack und Schmink gab's gar nicht, ging gar nicht. Aber ne, wir haben es ja halt gesehen und wollten das ja halt, ne? Und dann habe ich die Agi mit Filzstiften geschminkt. Also wirklich so rote Kreise für Rouge gemalt. Und dann so die Augen. Ich bin echt so ein Experimentiertyp, weil Also es irgendwann war schlimm. Die mir die Haare geschnitten hat, und zwar ganz extrem, wo dann Ich meine habe dir Mama. die Haare geschnitten. Ja, aber später hat mir mal die, ich weiß gerade nicht mehr, wie die hieß, die so ein bisschen so wie die Arabella Kiesbauer ausgesehen hat. Ah, Melissa. Ja, genau, die Melissa. Die hat mir irgendwann so eine Panker, also es war dann schon in der Pankerzeit, wo sie mir so die Haare geschnitten hat. Und da hatte ich dann überall so Löcher auf dem Kopf. Ja, aber die Agi auf jeden Fall, deine Mutter hat einen Herzinfarkt bekommen mit diesen Filzstiften, weil die hat nämlich versucht, dich zu schrubben und du hast natürlich geheult, weil es wehtat. Also es war ein Riesendrama und ich habe voll Ärger von deiner Mutter gekriegt. Das macht dir nichts mehr, ne? Ja, unsere Eltern sind eh so ein bisschen noch andere Generation an Strenge. Ja, und ich weiß, ich war voll neidisch, weil die Agi wurde natürlich, also die Agi ist natürlich katholisch und hatte Kommunion. Und da hatte die ja so ein ganz tolles weißes Kleid an aus Polen. Und da war ich echt so neidisch, so, ah, wie schön. Ja, ich erinnere mich, du hattest irgend so einen Anzug an. Also so einen Ja. Rockanzug. Ich war ja schon 14. Sogar einen Puffer noch, da war das irgendwie in. Ja, ich glaube schon, ja. Und da war noch die Simone, war glaube ich auch noch mit. Bei der Konfirmation? Nee, bei dir, bei der Kommunion, ja. Bei meiner Kommunion war die, glaube ich, auch mit dabei. Ja. Also irgendwo haben wir ja noch Fotos, einen Haufen. Ja, aber das Ding war, ich bin ja als Kind bei meinen Großeltern gewesen. Also unter der Woche war ich ja auch in Asselheim in der Schule und die AG ja in Grünstadt halt. Und wir waren zusammen im gleichen Kindergarten, aber später halt nicht mehr auf derselben Grundschule, haben es dann immer nur am Wochenende gesehen. Aber das waren immer so Highlights, an die ich noch zurückdenke, weil es gab nämlich bei uns Schlumpfeis. Und dann durften wir uns für 1 Mark in die Stadt gehen und durften uns ein Schlumpfeis holen. Und es war halt wirklich so eine Waffel mit einem Schlumpf drauf. Dann, klar, die blaue Kugel, halt dieser blaue Engel. Man konnte auch eine andere nehmen. Und dann gab es aber noch so einen Plastiklöffel drin, auch mit so einem Schlumpf. Stimmt. Und es waren so unsere Highlights, ne? Na ja, klar. Und das allergrößte Highlight war dann später, wenn wir ins Kino gegangen sind. Oh ja. Im Kino gab es nämlich diese Märchenlutscher, diese Ja. Kunstlutscher, die in so einem komischen Drehbewegung, also die sahen auch so konisch, ne? Ich habe dir mal zum Geburtstag welche geschenkt. Ja.
Ja, das Ding ist mit dem Kino, wir haben ja im Prinzip genau gegenüber vom Kino gewohnt. Und sonntags gab es da eine Vorstellung für 5 Mark, konnte man da, also wir können, so Kinderfilme, ne, gab es da. Und dann haben uns, also ja, unsere Eltern losgeschickt. Und ich erinnere mich noch, ne, also wir hatten dabei eine Tüte mit Kindercola drin und mit solchen Chips hat meine Mutter uns mitgegeben. Und wenn wir Glück hatten, haben wir nämlich diese 20 Pfennig bekommen für diesen Märchenlutscher. Und da waren wir so happy. Und ich erinnere mich auch noch an ein paar Filme. Also es war total schön, ne? Weil es da ja auch immer die coolen Filme waren. So wie My Girl ist da zum Beispiel gelaufen, Free Willy oder ein Hund namens Beethoven, Mrs. Doubtfire. Das waren alles so die Geschichten. Und da haben wir uns halt mega gefreut, ne? Weil damals war es ja noch nicht normal, ne? Dass man immer so Filme gucken konnte. Ist abgerissen, ne? Komplettes Gebäude. Echt? Ja. Ich habe irgendwo Fotos, wo ich letztes Mal in Grünstadt war. Krass. Wir haben ja jetzt dieses Riesenkino da außen in der Anlage dahin gebaut, wo früher diese coole Papierfabrik war, wo wir auch rumgeklettert sind, aber Ja. steht. Stimmt. Das war auch ein bisschen gefährlich dann, aber hey, das war cool. Und ja, genau, das schöne Kino, ja, das war ja eigentlich so ein ganz kleines Kino. Also jetzt im Nachhinein, wenn man es betrachten würde, war es wahrscheinlich so ein kleines Kino. Aber Bei uns damals kam es immer mega riesig vor. war ja so ein Raum und man saß dann so von oben nach unten irgendwie, ne? Und dann ist man immer oben die Treppe rausgegangen später, seitlich. Ich erinnere mich noch voll gut an dieses Kino, das war Ja, ich echt. auch. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass wir die Gremlins da mal gesehen haben. Also ich erinnere mich. Ja. Und ich glaube, Dschungelbuch war, glaube ich, so der erste Film, den ich dort gesehen habe oder so. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, es waren viele Filme. Ja. Und dann irgendwann sind wir auf die weiterführenden Schulen gekommen. Also ich war ja dann auf der Hauptschule und du warst ja auf dem Gymnasium. Ja, Aber schade. nichtsdestotrotz haben wir uns immer getroffen, ne? Es ist Ja. wirklich faszinierend, weil oftmals sagt man ja, da trennen sich dann die Wege. Na klar, und vor allem, wir hatten auch immer mal so Phasen, also so unterschiedliche Phasen, ne? Ja. Weil, also, wo wir dann so Jugendliche waren, war man mal eine Zeit lang irgendwie so Inline-Skater fahren und dann Interesse an Jungs, wissen Sie, die ersten Interesse an Jungs, und dann sind wir immer diese eine Straße lang Weißt du, gefahren. was witzig ist? Voll witzig ist, weißt du noch, die Joe hatte doch auch so einen Schwarm, ne? Ja, genau. Und der ist heute der Physiotherapeut vom Dommer. Ach, geil. Das ist Ja, ja cool. also ich meine, der weiß es ja gar nicht, ne? Aber der hat mir den Namen Vielleicht gesagt, der Dommer. Oh, der jetzt Dom. weiß Ja, wenn er er. das Jetzt guckt, weiß er's. Und ich hat muss so lachen, ey, weil ich dann, ich so, was, bei wem bist du? Und dann habe ich mich so kaputt gelacht und habe der Joe halt von der Visitenkarte ein Foto geschickt. Ich so, guck mal hier. Voll er den witzig. Podcast. Ja, und da erinnere ich mich an die Situation mit diesen Inlinern, dass Geil. wir in Ja. Asselheim waren. Und zwar, wir wollten zur Tabea, zu meiner Großcousine, und wollten die Ostergasse runterfahren, aber wir waren noch oben am Hotel. Und die Jessie fährt los und verliert irgendwie die Kontrolle und hat so an deinem T-Shirt gerissen. Dein komplettes T-Shirt ist zerrissen. Und du warst ja bewusstlos. Und die Agi war total geschockt und hat geheult. Und die Jessie scheißt die voll an. Agatha, wieso hast du mich denn festgehalten? Und die Agi hat gesagt, wie denn? Du machst mich platt. Ich war aber, ey, also wenn wir ganz ehrlich sind, ne, wir haben schon so Abenteuer gehabt, aber ich glaube, ich war grundsätzlich trotzdem, also jetzt im Nachhinein war ich schon auch manchmal so ein bisschen ängstliches Kind, ne? Voll. Ich war nicht so der super mutige Typ, ne? So, du warst irgendwie ein bisschen tougher. Trotz Ja, das dessen, stimmt. ich habe mehr so Show gemacht, aber so richtig tough war ich eigentlich nicht. Ach Gott. Genau, Inline-Skates, also das war dann so Teenager-Sachen, wo wir manchmal zusammen gemacht haben. Und später, irgendwann, weiß ich noch, fingst du mit so Punk an. Ja. Das war auch super lustig, weil ich erinnere mich noch, wie du das erste Mal irgendwie was angemacht hast. So. Ich glaube, das war dann noch so ziemlich, also so der Einstieg mit Toten Hosen, so. Die Ärzte, glaube ich. Ärzte, so ein bisschen über die Rock- und Ja. Spaß-Punk-Schiene und ich weiß noch. Genau, und dann standst du auch irgendwie auf Wrestling. Es war auch noch mal so eine lustige Phase. Die habe ich auf jeden Fall nicht mitgemacht, weil die habe ich nicht verstanden. Das war komisch. Das warst du und die Tabea, ne? Ihr wart beide so ein bisschen auf Wrestling. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Hulk Ah, Hogan. Hulk ja. Das war auf Hogan. jeden Fall schräg. Genau, Hulk Hogan und so.
Ach, naja, gut. Und dann, genau, also diese Tankerzeit weiß ich halt noch, weil ich weiß noch, dass ich am Anfang dachte, was ist das? Was ist das für eine Mucke und so? Das ist ja furchtbar, ne? Ich war noch bei Kinderparade oder so oder Kelly Family Ich und glaube, da Blümchen. war ich, wie alt war ich da? 13, 14? Ziemlich, ja, ziemlich früh, ne? Und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, aber auf irgendeine Art und Weise hat es mich beeindruckt. Irgendwas war dann auf einmal so, dass ich das auch cool fand. Ich erinnere mich nicht mehr warum, aber ich weiß noch, dass du eigentlich so ein bisschen den Anfang damals gemacht Ja. hast. Und was aber mehr so eine Phase irgendwie war. Und bei mir, ich bin dann so ein bisschen drauf hängen geblieben, ne? Ich glaube, bei mir ging die Phase, also ich sag mal so, ich sag immer, im Herzen bin ich immer ein Punker geblieben, ja, sage ich immer so. Aber so der kleine Rebell vielleicht, ich weiß es nicht. Aber so effektiv, glaube ich, ging das bei mir. Also wo ich wirklich grüne Haare hatte, gegen Nazis T-Shirt auf Demos gegangen bin, also wirklich so diese Punk-Phase ging bei mir, glaube ich, bis 16. Ich glaube, Ja. zwei, 3 Jahre waren das. Aber bei dir waren es, glaube ich, es hat nie Immer aufgehört. weiter. Ja. Never ever stopped. Aber es war auch witzig, weil du hattest auch irgendwie so, bei dir war es alles auch sehr auffällig, ne? Dann so bunt und diese geilen Strumpfhosen, diese verschiedenen Farben. Es hat ja auch Spaß gemacht, sich irgendwie so kreativ auszudrücken, ne? Und du warst ja eh so sehr kreativ, auch mit den Haaren. Die Farben und dann irgendwelche Blümchen drinne. Also es war ja schon so ein bisschen so, ne, dieses Optische war auch immer spannend und auch später so, ne, wo dann so dieses Jungle-Musik und so Ja. war, wo du dann mit den Schlaghosen und den krassen Holzbunten Bändern, mich hat es auch immer so ein bisschen inspiriert, ne? Also es war schon auch immer so cool, ne? Man hat Ja. sich so ein bisschen ausgedrückt, ne? Irgendwie so auch mit den Klamotten, mit dem Style. Später habe ich dann Nähen angefangen mit 17, habe mir dann selber auch so Schlaghosen genäht und irgendwie hat es so Spaß gemacht, sich so Ja, herauszufinden. ich glaube, bei mir war das, also ich ehrlich gesagt, wie ich zu der Musik gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Also wir sind ja aber damals wirklich schon in die Kneipe gegangen. Gab es ja hier so lokale Punkbands, ne? Bottle Battle, Joghurt ohne Gräten. Ja, dann sind wir hier in die Pupille. Aber da weiß ich auch noch eine geile Story. Weil die Pupille, da sind wir voll früh gewesen. Da waren Ja, da wir auch waren wir noch 14. minderjährig. Ja, 14. Minderjährig. Und mir zwei, die kleine Kinder, Kiddie-Punks. Ja. Wisst ihr, die ganzen Typen standen alle so cool und lässig in der Ecke und wir zwei so voll abgepokt. Voll abgepokt, so, welche, die Kids-Girls. Das ist Und dann die schlimm. ganzen Jungs so geguckt, wisst ihr, wir haben noch so gelacht. Von wegen, ja, die coolen alten Punker so, die können doch nicht mal Pogo tanzen. Wir sind immer voll Da abgegangen. waren wir doch auch immer in Frankenthal in der Zuckerfabrik, gell? Ja, das Frankenthal. Genau, es gab Bottle Battle bei uns. Die waren ja auch, glaube ich, aus Asselheim, ne? Ich weiß gar nicht. Nee. A lot of beer, a lot of punk, a lot of Bottle Battle. Ja, stimmt. Die waren mehr so Ska und dann gab es ja Joghurt ohne Gräten. Da war ich ja dann auch, ich weiß nicht, war der Huhn auch bei Joghurt ohne Gräten? Nee. Nee, der war doch, glaube ich, bei. Ach, wie hießen die In Band? denen war ich ja dann mal voll verknallt und Gibt's dachte, den oh, eigentlich noch? cool. Dann habe ich so einen Song über den geschrieben. Ich hätte Ich hätte den den Huhn. Hu, dann hätte ich endlich was zu tun. Und habe dem dann irgendwie in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion so ein riesen Plakat geschrieben, I love you, Huhn, und habe das so an die Schule gehängt. Echt Also, jetzt? ja. Ich war ein bisschen freaky. Aber der Typ, also ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die Band hieß. Aber ja, das war ein Asselheimer, der in der Band war, die du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wie die Band hieß. Klaus hieß der, wo in Asselheim gewohnt hat. Ach so, ja. Naja, Klaus. Von Klaus habe ich, glaube ich, noch Fotos irgendwo. Ich bin eh gerade dabei, meine ganzen alten Punker-Fotos Aber hochzuladen. damals gab es echt viele, ne? Muss man Ja. sagen, die so Ja, waren. irgendwie war das so ein Ding, ne? Ich weiß nicht, heutzutage ist es alles Also, nicht mehr so richtig. ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu der Musik, aber ich glaube, bestimmt durch die Tabea bin ich dazu gekommen, weil ich glaube, ja, doch, ich glaube, ihre Geschwister sind ja älter, oder es sind ja auch meine Großcousinen, die sind auch älter. Ich glaube, wir waren mit denen mal irgendwie mit auf so einem Konzert, aber ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat. Also irgendwie kam ich auf die Musik und irgendwie glaube ich, aber bei mir war das so ein bisschen das Thema, dass ich
als Kind einfach mich immer so unterdrückt, was heißt unterdrückt gefühlt habe. Ich habe halt anders ausgesehen, oder ich sehe halt anders aus. Ich meine, heute nimmer, ne? Heute gibt es so viel, sage ich mal, anders aussehende Menschen in Deutschland. Aber damals in einem kleinen Kuhkaff gab es halt nicht viele Asiaten. Und ich wurde halt als Kind viel gehänselt, aber ich wurde halt auch viel immer angestarrt, ne? Also so diese Blicke. Also ich habe das immer erst so bewusst gemerkt, wenn ich in Malaysia dann war und dann war das so, ne, weil so diese Blicke abgefallen sind, weil es normal war. Und das Lustige ist, als der Dommer 2018 mit Malaysia war, hat er gesagt, er kann verstehen, wie ich mich gefühlt habe, weil er ja halt der Weiße, ne, alle den so angucken, so Weißhaut, ne, weil wir waren natürlich mit meiner Familie an Orten, wo nicht so Touris sind. Und ich glaube, das war für mich einfach so, das Zeichen zu zeigen, wenn ihr gucken wollt, habt ihr einen Grund zu gucken. Weißt du, wie ich meine? So einfach zu sagen, ey, So hier eine bin ich. Ja, und auch einfach so, weil man muss ja wirklich auch sagen, dass bei uns in der Jugend das Thema Rechtsradikalismus extrem war. Ja. Also, das Vor war. allem, ja, also ich erinnere mich ja noch an diese kleine Anekdote, wo wir so noch wirklich Kinder waren, wo dann deine Mama gesagt hat, Ja. also war das Hitler Geburtstag oder was? Und dann Ja. haben die getroffen und zusammen versammelt. Und dann hieß es, nee, nee, die Jenny, die darf heute nicht raus, weil Hitler Geburtstag. Und Ja. dann hat sie so geguckt, hä, die Agatha ist doch der Ausländer. Ja. Und dann, ja, die sieht nicht so aus. Ne? Ja. Also auch krass gewesen, weil eigentlich bist du ja so total deutsch Ja. aufgewachsen, Pfälzer platt. Und dann aber dieses exotische Aussehen natürlich Ja. für den Ort, das ist schon krass irgendwie, wenn man sich Das so darauf. war, wir wollten, deine Eltern wollten in Frankenthal ins Kino, also wir wollten in Frankenthal ins Kino und ich durfte nicht mit, weil Hitler Geburtstag hatte und irgendwie war dann wieder so eine Mega-Propaganda, sind irgendwelche Demos, keine Ahnung. Und ich Ja. habe es halt nicht verstanden, weil für mich war, ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, mein Vater ist deutsch, meine ganze Familie ist deutsch, ja, ich habe das nicht verstanden, weil als Kind siehst du nicht, dass du anders aussiehst. Ne? Und meine Mutter hat dann versucht, mir zu erklären, naja, die Aggie ist blond und hat blaue Augen. Ah ja, und aber die ist doch Polin. Ja, ich habe das nicht verstanden. Ach, krass, Und ey. das war aber so ein Punkt, wo ich dann für mich, also man ist ja irgendwo viel auch unter Angst groß geworden. Ne? Also meine Mutter hat schon viel auch mit Ängsten gearbeitet. Ne? Sowas wie das. Ne? Die Ja. kommen und dann bist du kaputt und was weiß ich. Ne? Ja, Ja, das war so. Ne? Und ich deswegen glaube, damit, aber halt ja. ja, und es war halt mit 14, glaube ich, so meine Rebellion zu sagen, ihr könnt mich alle mal, dann kommt halt her, ihr, ich will es jetzt nicht so Geil. sagen, ja, und ich lasse mir das nicht gefallen, mir ist es scheißegal, ich bin deutscher als ihr, ja, und ich gehe jetzt auf die Straße und ich bin ja dann auch wirklich so mit 14 nach Mannheim, 1. Mai-Demo, meine Mutter, also sie wussten es ja nicht, ich bin einfach gegangen, aber die haben dann danach einen Herzinfarkt bekommen. Was ich da mache und überhaupt, wie gefährlich das ist. Aber ich habe es halt einfach gemacht. Das ist cool, ja. Aber das, wie gesagt, das ist richtig so selbstermächtigend in dem Moment, ja. Ja. Das ist gut. Ja, und dann bin ich dahin und ja, wie gesagt, klar, man ändert sich vielleicht äußerlich, man ändert vielleicht seinen Beruf oder sonst was, aber es das heißt ja nicht immer, dass man ein anderer Mensch ist. Man ist ja aus einem Grund, ne? Ich meine, damals fand ich das voll cool. Letzten Endes habe ich dann gedacht, okay, ne, irgendwann kriegst du halt mit, weil ich meine, man ist ja immer auf die Straße für Toleranz, ja. Aber letzten Endes war dann für mich so der Punkt, wo ich dachte, ja gut, aber die sind ja noch weniger tolerant als andere, ja. Weil ich meine, wenn du halt nicht, sage ich mal, ein Iro hattest und grüne Haare, dann warst du da halt auch gar nicht mehr akzeptiert, ne. Dann warst du der Spießer und der Proll und guck mal da, ne, hier, ne. Wo ich dann. Ja, also war ja auch unlogisch, wenn man es so sieht, ne? Ja, das ist ja heute auch noch manchmal so. Ja? Ja, also ich meine, es gibt ja trotzdem irgendwie so Klamottencodes oder so, ne? Aber ich meine, gut, irgendwann ist man ja auch erwachsen und dann weiß man es ja auch. Also wenn ich jetzt so Leute kennenlerne oder ne, da verbindet einen mehr als irgendwie Klamotten, ne? Also man Ja. merkt ja schon, wer so ein bisschen den Rebell und den Punker in sich trägt und wer nicht. Ja, das stimmt. Deswegen so ein bisschen für immer, ja, so ein bisschen über die Grenzen gehen oder vielleicht auch eben neue Wege gehen. Ne? Also das ist auch sowas, wo ich jetzt sage, was ich auch mehr so mit dem Punk-Sein verbinde, ist wirklich auch, sich was zu trauen oder was zu verändern, halt auch selbst sich zu verändern und nicht immer in diesem gleichen Trott ewig drinne zu hängen, ne? Weil das kann ja dann auch irgendwie so bremsend sein für die eigene Entwicklung. Ja, und ich denke, bei uns ist es halt auch so,
Ja, dass wir halt als Kinder, sage ich mal, nicht so den fluffigsten Weg einfach hatten, auf unterschiedliche Art und Weise und immer so füreinander da waren und das alles auch vom Gegenüber so mitbekommen haben und dadurch halt auch so eine schwesterliche Verbindung einfach da ist. Und so ein bisschen, ja, kann man schon fast so, ja, vielleicht so ein bisschen spirituell oder keine Ahnung. Also man hat ja dann irgendwie so verschiedene Ansichten vom Leben oder auch Leute gesehen und ja, so ein Stimmt. bisschen. Ja, vor allem, ich meine, irgendwie war ja auch seltsam. Du bist dann nach Saarbrücken zum Studieren, ne? Irgendwann. Über Umwege. Weiter studieren. Und ja, und dann bist du von Saarbrücken weg und dann sind wir nach Saarbrücken zum Studieren. Also total verrückt. Und der Witz war aber, in derselben Straße haben wir gewohnt. Ja, das stimmt. Ey, das ist so krank. Aber Also wir leider haben. zur selben Zeit, das wäre auch lustig gewesen. Ja, also die Aggie hat, glaube ich, Reuterstraße 6 gewohnt oder so, gell? Und ich glaube, wir dann Reuterstraße 8, ich weiß es nicht mehr. Also so irgendwie. Zahlen, aber ihr habt uns ja trotzdem da besucht. Also da habe ich ja Ja, wir damals waren oft da. und da wart ihr auch irgendwann mal da. Da habe Naja, ich ja damals. Fotos noch geschickt von unserem Erst. Und dann irgendwann Silvester, wo dann dieser Raclette. Ja. Das war Sag mal, Aggie, was. so eine kleine Wohnung, wo der Strom einfach so unstabil war, Was dass macht wir. eigentlich dieser Typ, der da an Silvester da war? Wie hieß denn der nochmal? Holger. Holger, ich weiß nicht den Nachnamen. Ich Hattest habe du mit keinen dem noch Kontakt mehr. Kontakt? Ne? Keinen Kontakt mehr. Ich weiß ja nur, der hat ja so ein Buch geschrieben, ne, irgendwie. Echt? Ja. Der war Autor, Schriftsteller. Oh Gott. Und die Natalie? Ich Hast du weiß eigentlich noch es nicht. Kontakt zur Natalie? Naja, so sporadisch, ne? Also die Natalie hatte ja auch so ein bisschen ihren schwierigeren Weg, sag ich mal. Aber jetzt macht sie da auch, also die arbeitet halt, ich glaube, so Teilzeit in so einem Chemielabor oder als Laborantin irgendwas macht. Echt? Genau, also so ein bisschen Hat die betreut. nicht mit dir studiert? Ihr habt Die doch. hat fertig studiert, also die hat Ah, ja wirklich okay. bekommen so und musste da ein bisschen was verändern in ihrem Leben. Aber ich habe sie ja irgendwann mal in Saarbrücken besucht und sie ist halt sehr musikinstrument-affin. Also die hat so alle möglichen Musikinstrumente, hat so ein Musikzimmer und ist da so ein bisschen aufgeblüht da drin. Also so ganz sporadisch Kontakt. Ansonsten in Saarbrücken habe ich natürlich mit Matze immer Kontakt. Für immer, der war Stimmt. hier mal zu Besuch und ich habe mit dem ja auch in Frankfurt mal zusammen gewohnt. Genau. Stimmt. Mit einigen Menschen noch Kontakt aus meinen verschiedenen Lebensphasen. Aber genau, studiert habe ich in Saarbrücken und Kulturwissenschaften. Und zwar, ich glaube, ich habe insgesamt 6 Jahre da gelebt. Also 11 Semester studiert. Und nee, ich war sogar noch länger da, weil ich habe ja dann noch so eine Fotoausbildung gemacht an der Uni. Genau, also Saarbrücken war so schon so meine Heimat dann, nachdem ich von zu Hause ausgezogen bin. Da habe Du ich echt. hattest auch eine Zeitschrift in Saarbrücken. Ja, denn ein Fansign, den Schwenker-Schwadron. Ich hab hier, ihr habt doch noch eine Ausgabe, Ich habe Mensch. sie nicht gefunden, Agi. Ich weiß nicht. Ich muss noch mal suchen, wo ich die habe. Okay. Ja, irgendwie, ich habe gar keine mehr und das ist echt schade, weil die müsste ich echt mal irgendwie einscannen und auch noch mal irgendwo. Also ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Ausgaben gab es insgesamt. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind Also es ich noch. habe nur eins, aber du kannst mal erklären, auch warum das Schwenker Schwadron hieß eigentlich. So, ja, genau. Also es war ja mal irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie so Bock gehabt, ein Fansign zu machen. Ich habe gedacht, es gibt so viele Fansigns und die werden aber auch alle nur von Jungs gemacht und ich wollte halt auch was Eigenes machen. Und ich war auch die erste weibliche Person mit einem Fansign. Ich war ja dann auch bei Pogo Rüdiger im Pogo Radio. Jedenfalls, genau, also Schwenkerschwadron, das kam daher, ich war ja in Saarbrücken und in Saarbrücken gab es irgendwie so dieses Essen, diesen Schwenker, also diesen Ja. Schwenkerstil, das war so typisch saarländisch. Ja. Ich weiß noch, wir saßen irgendwann, also man muss auch sagen, mein Studium war folgendermaßen: Ich bin zur Uni gegangen und nach der Uni bin ich am St. Johanner Markt mit den Penner-Punks rumgehangen und genau, und habe so allerlei lustige Sachen gemacht und unter anderem habe ich eben mit irgendwem dann so darüber geredet, wie wir den nennen könnten. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich alleine darauf gekommen bin oder noch irgendwie ein Bekannter von mir, der Sozi oder der Mosche oder was weiß ich, wer da halt rumgehangen ist und da so, schlimm doch Schwenkerschmadron, so, das klingt gut und ja. Und der Olli aus Grünstadt, der heute auch Tätowierer ist,
Das war schon früher sein großer Traum. Der hat mir auch ein Cover mal gezeichnet, so ein richtig cooles mit so einer Piratenfrau. Also das erste Cover habe ich noch gezeichnet. Das war ein Schwenker, wo dann die Pippi Langstrumpf so einen dicken Politiker, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein konkreter Politiker war, auf diesen Schwenkergrill halt grillt. Das war irgendwie so meine Idee, das fand ich cool. Und bei der zweiten Ausgabe war eben so eine Piratenfrau drauf, die fand ich auch toll. Und Ja, und Fotos habe dann. ich gemacht, also viel analog fotografiert. Man muss dazu sagen, ich bin auch so aufgewachsen, mein Vater ist Fotograf und ich habe das schon immer gerne gemacht, dann auch selber. Und habe eben aus der Panga-Zeit auch unglaublich viele Fotos und die waren halt auch vom Schwenkerschwadron drinnen, dann noch so kleine Berichte über Konzerte. Dann habe ich auch gefragt, wer hat Lust mitzumachen. Dann hat immer mal jemand noch was beigesteuert, was gezeichnet, Gedichte geschrieben. War cool, hat Spaß gemacht. Ich habe das alles selber copy-paste-mäßig kleinkopiert auf DIN A5. Also das Original war tatsächlich DIN A4 und alles auch ausgeschnitten, auf meinem Boden so zusammengeklebt und dann so auf DIN A5 in der Uni kopiert und dann in so einem, damals gab es so einen Copyshop, wo es dann solche riesen Standdinger gab, wo man die so, ja, so selbst halt zusammentackern konnte. Also ich habe jede Ausgabe allein eigenhändig gestanzt. Und es waren, glaube ich, 200 Ausgaben, die ich dann alle selbst verkauft habe auf Konzerten, auf Punk-Picknicks. Ich habe auch selber Punk-Picknicks organisiert und ja, war irgendwie so mein Lifestyle eine Zeit lang. War cool. Aber was mich auch, also was ich auch so prägend fand, war dieser ganze Dreh von dem Chaostage-Film in Saarbrücken. Es war Ja, ja auch genau. so eigentlich deine ersten Schritte zum Thema Ankleiderin, oder? Ja, voll! Das ist super lustig. Also das war auch so Zufall, ne? Weil ich habe den Tarek kennengelernt auf so einer, genau, also Tarek und Matze, die zwei habe ich kennengelernt, da haben die so eine Boxparty veranstaltet im Jutz dort in Saarbrücken. Und dann ich so, was ist das? Eine Boxparty, sau dumm so, da schlagen sich Leute die Köpfe ein. Aber es war halt richtig so ein professionelle, ja, so Boxring mit Punkmusik und so festen Regeln und es war irgendwie lustig. Der Tarek war ja eh oder ja schon immer halt so, also auch Punk und so neugierig und einfach mal gemacht. Und das war, glaube ich, auch, also mit Hilfe von Moses, der quasi das Drehbuch dann, also die Originalvorlage, der hatte ein Buch über die Chaostage geschrieben und der Tarek hat ein Drehbuch draus gemacht und die haben das dann eingesendet und wurden finanziert von so Fördergeldern in Saarbrücken und genau, und da wir uns gut verstanden haben, wurde ich dann auch von ihm gefragt, ob ich irgendwie mitwirken will. Oder ich habe gesagt, ich will unbedingt mitmachen. Und dann habe ich die Aufgabe einer Maskenbildnerin bekommen. Das war ziemlich lustig, weil Ja. das ganze Filmprojekt war ja so ein DIY-Ding, also so ein richtiges Punker-Ding eigentlich. Die haben sich dann eine Wohnung gemietet in Homburg und genau, und auf jeden Fall bin ich dann damals auch ans Theater gegangen und habe mir von den Maskenbildnern dort zeigen lassen, wie man Wunden schminkt und was man alles so kaufen muss. Also was ich so an Equipment kaufe für so Schminken. Und genau, und ich weiß noch, damals hatte Tarek zu mir gesagt, er hat die Aufgabe für mich so ausgesucht, weil er gesagt hat, du kannst gut mit Leuten und du kannst die so ein bisschen beruhigen, weißt du, wenn die Schauspieler, wenn die alle aufgeregt sind, dann hast du so, du kannst irgendwie mit jedem. Das weiß ich noch, dass der das so in mir gesehen hat und das fand ich irgendwie cool, weil im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, was ich halt heute mache, das ist ja genau das. Also ich bin halt Ankleiderin jetzt am Schauspiel hier in Leipzig und bin eben auch bei so Theaterstücken dabei, hinter der Bühne, helfe den Schauspielern bei den Umzügen, wenn es schnell sein muss, ne? Klar, da ist dann jetzt die Maske noch dabei, so das mache ich ja jetzt nicht, aber halt mit den Klamotten habe ich halt mehr zu tun. Und damals beim Film war es auch schon so, dass ich zum Beispiel Hosen kürzer genäht habe. Ne, wenn irgendwie, weil wir haben ja auch Klamotten eingekauft für die Schauspieler oder ausgeliehen, da mussten wir mal was kürzen. Dann haben wir auch Tätowierungen gemalt, mit so Schablonen und so. Das hat alles voll viel Spaß gemacht, sich da so auszutoben und eben diese Art von Aufpasserin. Also ich nenne es so ein bisschen, auch das, was ich jetzt mache, ist so eine Art Aufpasserin, ne? Weil ich bin wirklich so präsent, ich muss den Fokus halten, ich muss gucken. Haben alle ihre Klamotten an, sieht es auch okay aus, ne? Also ich scanne immer so alle von oben bis unten, ne? Das habe ich damals auch schon so gemacht, ne? Dann ab und zu mal den Klamotten hinterhergeschleppt, hey, Moment, du musst jetzt die Jacke noch anziehen und so.
Ja, also genau, und deswegen, also es ist ganz witzig, weil als ich mich damals beworben habe für den Job, als ich das gelesen habe, Ankleiderin, ich wusste gar nicht vorher, dass es sowas überhaupt gibt, so richtig, habe ich damals eben so kurz drüber nachgedacht und habe so gedacht, hey, das habe ich eigentlich alles schon so gemacht. Und dadurch war das irgendwie ganz cool, weil bei dem Vorstellungsgespräch wurde ich nämlich so gefragt, ob ich überhaupt weiß, was eine Ankleiderin ist oder was ich mir unter dem Job vorstelle. Und dann konnte ich halt so richtig aus meinem Repertoire an Erfahrungen halt so erzählen, was ich denke, was auf mich zukommt. Und genau das hat auch zugetroffen, ne? Und ich denke mal, diese Überzeugungskraft, die hat mich dann auch so ein bisschen in den Job gebracht, weil ich wusste sowieso, dass mir das liegt. Aber Ja. das Ding ist, da waren ja auch wirklich Schauspieler, ne, bei diesem Film dabei. Ja, was heißt wirklich? Wir haben ja Martin Semmelrogge, dem habe ich die ganze Zeit die Hosen hinterher geschleppt, weil die immer wieder ausgezogen hat. Martin Semmelrogge war dabei und Stipe Ercek und genau hier noch einige andere. Genau, also. War nicht auch der Moritz Bleibtreu dabei? Nee, gell? Oder doch? Bleibtreu war später beim zweiten Film bei Ah. Gegengerade dabei. Gegengerade, Keiner siegt am Millerntor, das ist so ein Fußballfilm, den hat der Tarek als zweites gemacht. Und da war ich mal kurz am Set. Da habe ich aber den Patrick Bams ganz, der ist Setfotograf dort gewesen. Da habe ich mal so eine, ja, so eine Assistenz gemacht, so eine Woche lang. Weil ich habe ja dann später Fotografieausbildung noch gemacht an der Uni. Und genau, und dementsprechend habe ich dann auch so ein paar Praktika und sowas gemacht. Aber der Film war schon ein mega Ding für Saarbrücken. Ich weiß noch, also wir waren ja auch da, ne? Und zwar wurde eine Straße gesperrt, ne? Ich weiß gar nicht mal, welche Straße das war. Und da waren echt Punker aus ganz Deutschland. Und dann Ja. wurde eine Pony-Filiale, ne? Wurde doch gemacht und die Scheibe eingeschlagen auch, ne? Also so richtig wurden die Chaostage danach geahmt. Ja, voll. Also wir haben ja dann irgendwie so Aufrufe gemacht. Das war halt das Coole auch so Ja. an den, ne, an der Family so untereinander. Man hat dann halt überall die Info weitergestreut, irgendwelche Flyer gebastelt. Hier, Chaostage in Saarbrücken, wir drehen einen Film. Und ich meine, es war ja eh krass, weil die ganzen Punks waren ja auch Polizisten. Also es waren ja auch die Punks waren sozusagen sie selber, aber gleichzeitig auch die Polizistenstatisten, ne? Ja. Und so ein paar ausgewählt, die sich dann so eine Polizeiuniform angezogen haben und dann sind die halt aufeinander losgegangen, ne? Und es war ja wirklich eine krasse Aktion, weil die waren ja auch alle besoffen und was es ist, kannst du alles gar nicht erzählen. Und waren dann in so einem Blutrausch und haben sich dann wirklich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Und der Tarek ist in seinem riesen Grammophon, oder nee, wie nennt man Ja. das? Ist dann so hoch und Megafon. dann wirklich diese Meuten halt versucht, irgendwie unter Kontrolle zu halten. Also ich muss sagen, Hut ab. Ne? Also der hat da echt Nerven behalten in der ganzen Situation, weil das war ja. Also im Ja. Endeffekt war das witzig, weil trotzdem die ganzen Chaoten, die waren so diszipliniert dabei am Ende, dass du dir denkst, genau, Autos durften auch ein paar kaputtgeschlagen Ja. werden. Es waren dann irgendwie auch so alte aus dem Schrottplatz, so alte Polizeiautos. Und dieser Markt, genau, der wurde, glaube ich, angemietet und dann so ein bisschen so drapiert, als wäre wirklich ein Geschäft drinne. Und genau, Ponymarkt, weil Pennymarkt, das war ja dann geschützt oder so, man durfte es dann nicht verwenden. Deswegen war es ein Ponymarkt und hatte dann so zwei Hufeisen so als Zeichen irgendwie. Also total Also kreativ ich auch. erinnere mich noch, ich war auch in Homburg. Also ich weiß nicht mehr, was da gedreht wurde, aber da war ich auch mit dir in dieser Wohnung und wir haben, ich glaube, war da nicht ein Konzert auch, ein Punkkonzert, wo auch dann Filmaufnahmen gemacht wurden? Ja, stimmt. Na klar, Ja. Toxoplasma hat gespielt. Ja, genau, da war ich auch Das war geil. mit dabei. Ja. Ja, ich habe auch eine kleine Szene im Strip-Club gespielt, wo ich so ein kleines Ja. Strip-Club spiele. Und da war ich auch extra in so einem Nachtclub in Saarbrücken, das weiß ich noch. Das war auch ganz schön aufregend. War schon eine coole Zeit, hat Spaß gemacht. Und ich habe ja noch studiert währenddessen. Da Ja. Brooklyn war das. Genau, Saarbrücke. Ja, doch. Also das war eigentlich schön. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Es war eine coole Zeit. Wir waren oft in Saarbrücken. Also fast gefühlt jede Woche, mindestens einmal. Ja. Und ja, doch, es war echt. Wenn man so zurückdenkt, es war wirklich eine schöne Zeit. Und wir kamen ja dann später nach Saarbrücken. Aber da gibt es, also ja, wir waren 2 Jahre, glaube ich, damals in Saarbrücken. Und da warst du auch noch da, genau. Du hast nämlich diese Fotoausbildung gemacht. Also nur ein Jahr davon, glaube ich. Dann bist du, glaube ich, nach Frankfurt, wenn mich nicht alles täuscht. Und damals hast du aber Richtung unsere FH gewohnt.
wenn mich nicht alles täuscht. Also wir haben ja in Alzerbrücken gewohnt, in der Straße, wo du vorher gewohnt hast. Und du hattest damals dann Richtung FH gewohnt. So eine große Straße war das. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Und da erinnere ich mich echt an eine lustige Story, weil wir waren jung und haben gesagt, ja, wir wollen mal irgendwie kommen, wir machen mal zusammen so ein bisschen Party in Saarbrücken, auch wenn wir Studenten sind und alle kein Geld hatten. Und die Jessie kam an dem Wochenende noch. Und da hat die Aggie gesagt, ja, da ist so eine Ausstellung bei der Falafelfabrik, da können wir ja mal zuerst hingehen. Echt eine Story. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall, wir haben gesagt, okay, Sommer, wir hocken uns dann an die Saar und trinken Bier zusammen, ne? Und dann haben wir, ich weiß nicht, drei oder vier Sechserträger Bier mit uns in Tüten, ja, mit uns rumgeschleppt. Und wir sind dann von Alzerbrücken gelaufen bis zu dieser Falafelfabrik. Und es war asozial weit, wirklich. Berghoch, berghoch. Und als wir angekommen sind, die Jessie hat sich einfach so auf die Wiese gepflanzt und hat ein Bier aufgemacht. Ich so, Jessie, was ist mit dir los? Und die, ich hab Dosch. Und dann, du bist dann rein, weil du kanntest ja die Leute, ne? Und ich bin erstmal bei der Jessie geblieben, die ein Bier nach dem anderen getrunken hat. Ich habe dann gesagt, Jessie, Alter, was ist denn los? Mensch, ich schlepp den ganzen Scheiß wieder heim, oder was? Das hat sie gesagt. Und der Dommer ist rein. Und dann kam er raus. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das? Ich gehe auch, was ist denn da drin? Was ist denn da los? Dann hat er gesagt, da sind Kräuter. Da waren irgendwie so Kräutertöpfe überall verteilt. Kunden. Ja, und dann war da so ein Stapel Foto, also Fotos, ne? Oder konnte man sich die Fotos so vom Stapel, ich glaube, es waren noch nackte Menschen oder so, die konnten sich so angucken. Ja, Mann. Ey, das waren künstlerische Dinge dort. Also da ging es nur ab. Also ich hatte ja nur solche komischen Partys und Freunde. Und damals gab es ja auch noch diesen Turm. Da hatten wir auch mal, da hatte ich auch mal eine Fotoausstellung drinne und so verschiedene andere. Es gab ja großartige Künstler dort, ne? Alexander Kalle und so. Das war schon lustig. Auf jeden Fall war es, das war lustig, weil irgendwie hat dem Dommer der Sinn für die Kunst gefehlt. Ich glaube, die Moin noch, der hat es überhaupt nicht verstanden und die Jessie hat einfach nur das Bier getrunken, weil sie es nicht heimschleppen wollte. Ja. Und ich erinnere mich, dann waren wir noch in so einem Laden in Saarbrücken und da hat auch eine so Kunst gemacht und ich weiß noch, da war die Jo, glaube ich, dabei. Und da hat, also die hat aus Müll Kunst gemacht, also aus Müll hat die Gegenstände gemacht. Und das waren dann, glaube ich, so Gummistiefel. Da hat die wie so einen Träger dran genäht und es sollte eine Hand sein. Ich weiß noch, die Jo ist so nett. Das ist nix. Das war echt lustig. Und ich erinnere mich noch, in dem Atemzug waren wir dann auch in Mannheim auf dem Nachtwandel. Aber damals war das noch, glaube ich, ganz neu. Ich weiß nicht, das war ja dann Anfang 2000. Das auch Wahrscheinlich, ne? Ding, wo dann irgendwie alle alten Orte zu solchen Kunstprojekten umfunktioniert werden, oder was ist das Ich, nach ja, also das war so im Jungbusch und da war halt so leerstehende Gebäude und Kneipen und die Kneipen waren offen und dann war halt in diesen leerstehenden Gebäuden haben Künstler ihre Kunst ausgestellt und ich weiß noch, wir sind in eine Villa rein. Ich glaube, damals waren wir dort mit diesem Türkbu und Türkcan und so, ne? Und wir sind in diese Villa rein und auf jeden Fall, es war ziemlich dunkel, es war so ein bisschen mit so Schwarzlicht beleuchtet. Und auf jeden Fall haben die so diese, ich glaube, das ist Andy Warhol, oder? Wo so diese Marilyn Monroe und so Bilder hat mit so bunt Neonfarben. Und die haben das ausgedruckt und ausgeschnitten und haben das dann halt in eine Pfütze gelegt. Oder halt in eine Badewanne mit Wasser und die Jo. Und ich sitze da halt rein und die Jo, also, ne, Jenny, also ne, ne, ne. Diese Kunst, das ist nichts für mich. Ja, Mann, aber hier in Leipzig ist noch mehr los. Also hier sind noch mehr so alternative Geschichten. Da gibt es sogar die E-Book Art, ne, wo dann wirklich so ein altes, ehemaliges Gebäude von irgendwas, also Industriebrachen, warte mal, Industriebrachen, Umbenennungsanstalt oder irgendwie sowas dafür steht es. Wahrscheinlich nicht ganz richtig. Wo dann auch Künstler aus aller Welt kommen und so große Bilder malen und so. Ja, macht schon Spaß, sich ein bisschen so Aber ich vorzustellen. weiß gar nicht mehr, du bist dann von Saarbrücken nach Frankfurt, aber warum warst du nochmal in Frankfurt? Ich weiß es Ja, gar nicht also mehr. ich habe ja diese Fotoausbildung angefangen. Das war in Saarbrücken an der Uni.
Aber meine Schule war in Frankfurt. Ah, deswegen. Unterricht an der Gutenberg-Schule und war da immer 2 Wochen am Stück. Und das Ah. war, dass in der Zeit der Matze in Frankfurt gewohnt hat, weil der ist erstmal seiner damaligen Freundin hinterhergereist und hat dann dort auch angefangen, Kunst zu studieren, witzigerweise. Und hat dann am Anfang in so einer riesigen Fabrikhalle gewohnt. Und da habe ich mit ihm dann so zusammen gehaust und später habe ich mit ihm in der WG dort gewohnt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich bleibe einfach da, weil das mit meiner Ausbildung hat nicht so ganz 100% gut geklappt, einfach aus unterschiedlichen Gründen in Saarbrücken. Das war alles nicht so richtig so mein Ding. Aber ich bin dann halt in Frankfurt geblieben, so 2 Jahre lang. Ich erinnere Und mich noch, du hast unsere Bewerbungsbilder gemacht, gell? genau, das war schön. Also, Und du ja. hast auch von uns diese, ach Gott, da gibt es doch noch diese Bilder. Ich habe die auch irgendwo noch hängen. Ich glaube, hier im Schrank. Da, also Agi brauchte Bilder für irgendein Projekt, glaube Ja, ich. bei Und dieser Fabrik, oder? ja, wir sind zu so einer alten Fabrik und haben uns irgendwie wie so Skater angezogen oder Ja, so, ich mit so habe irgendwie Netzdingern. ein cooles Getränk oder irgendwas. Genau, und deswegen so Früchte. Ich weiß noch, ihr habt Ja, genau, Früchte. Und dann Oma hat so einen Stier. Eigentlich total hip wieder jetzt heute, so die 90er irgendwie. Und der Dauer hat so ein Stirnband noch angehabt und so. Was Ey. nice, die Fotos sind aber mega. Ja, das ist echt witzig. Die sind saugeil, vor allem so wirklich diese Kampfgesten. Ja, und ich habe so toupierte Haare auch gehabt, hat Mimi Ja, Cassie saugeil. gemacht. Die Jessie hat dann schön die Haare noch gemacht. Das war richtig cool. Ja. Also, das hat so viel Spaß gemacht. Ich meine, ey, jetzt fotografiere ich ja auch wieder. Also ich habe jetzt auch wieder Ja. angefangen, endlich wieder Porträts zu machen, weil, ja, ich liebe das einfach. Mir macht das so viel Spaß. Ne? Ich bin damit aufgewachsen irgendwie. Und Menschen zu beobachten, macht mir schon immer Spaß. Und auch so diese Fotos zu machen, ein bisschen auszuprobieren. Ja, das war echt cool. Und genau, in Frankfurt bin ich dann geblieben. Aber ich muss sagen, Frankfurt war eine schwierige Zeit für mich. Da ging es mir dann auch psychisch nicht so gut. Und ja, ich habe dann auch immer alles so hinterfragt, was ich gerade mache. Und dann hatte ich irgendwie immer so den Drang auszubrechen und so ein bisschen auch abzuhauen aus der Gesellschaft, abzuhauen aus diesem Arbeitssystem. Und ja, mir ging es dann nicht so toll. Und dann habe ich irgendwie alles so abgebrochen. Also ich habe dann auch, selbst in Frankfurt schon, habe ich ja wirklich so gehaust. Also wir haben ja in dieser WG gewohnt, da hatte ich eigentlich nur ein Hochbett. Ich weiß nicht, ob du mich damals jemals besucht hast, Nee. wir wirklich viel Kontakt hatten, nicht, ne? Aber ich habe da auf jeden Fall nur so ein Hochbett in dem Raum gehabt, so einen kleinen Computer und meine Nähmaschine. Und meine Nähmaschine habe ich bei meiner Mama gebunkert, beziehungsweise bei meinem Papa, glaube ich, damals. Und sonst habe ich alles rigoros dann auch von Saarbrücken damals verkauft, alles. Alle Sachen, Möbel, Zeug, Klamotten. Ich hatte wirklich nur noch ganz, ganz wenig minimalistisch so gelebt, schon in Frankfurt, glaube ich, ein Jahr lang, wo dann jeder immer reingekommen ist. Bist du gerade am Einziehen oder am Ausziehen? Ich so, ja, ich wohne so halt seit 2 Jahren fast, ne? So mit gar nichts. Und dann habe ich halt immer mehr so gemerkt, naja, mir geht es nicht so gut, was will ich eigentlich? Und dann bin ich meine erste Reise gestartet und es war irgendwie ganz, also ich habe mir einen Flug nach Irland, Schottland. oder? Nee, Schottland. Schottland. Meine erste Reise war Schottland und ich wollte einfach nur weg. Ehrlich gesagt wollte ich einfach nur laufen. Also ich habe irgendwie gar nicht viel gedacht. Außer ich habe mich so gesehen mit meinem Rucksack und über mir die Wälder und Regen und ich laufe. Das war so meine Vision. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur zack laufen. Lasst mich alle in Ruhe. Und das war halt krass, weil ich habe dann halt so ein bisschen recherchiert und habe mir überlegt, okay, weil es war ja so meine erste Reise so wirklich alleine mit dem Zelt und so. Da habe ich gedacht, naja, ich guck mal, was es so gibt. Und dann habe ich halt so einen Pilgerweg gefunden, dieser West Highland Way. Und den bin ich halt gelaufen. Und ich wusste wirklich nicht genau, was mich erwartet. Ich habe nur so einen Anfangspunkt irgendwie gefunden und gesagt, okay, den fange ich halt an zu laufen und laufe den mal so einen Monat irgendwie. So war die Idee. Witzigerweise bin ich den, glaube ich, in 7 Tagen gelaufen und dann noch komplett den Great Glenway gelaufen und dann war ich noch in den Cairngorms. Also insgesamt bin ich 500 Kilometer in einem Monat gelaufen. Richtig krass. Und es war wirklich so, ich bin aus dem Flugzeug raus, Jenny, ich sagte, ich bin aus dem Flugzeug raus, bin auf diesem Weg und bin am selben Abend noch 16 Kilometer durch. Also weil ich war so wirklich so, ich weiß nicht, es war so wie weg, 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 Stadt und lasst mich alle in Ruhe, ich muss jetzt laufen. Laufen. Also es war wirklich so richtig so wie so ein Tunnel irgendwie, ne? So in dem Moment. Ich hatte so einen Drang, Krass. einfach nur weg
von allem und mich einfach nur zu Aber da bewegen. waren schon Leute auch, ne, auf dem Weg. Ja, total, das war echt krass. Also ich habe ja so viel erlebt dann in dieser Zeit. Es war ja so intensiv, weil Hast du da irgendwie. nicht auch den Manu kennengelernt? Quatsch. Nee, den Nee? Manu habe ich, also in dem Zusammenhang, den habe ich danach kennengelernt, weil Manu, Ah. genau, ich kam von dieser Reise zurück und bin auf so einem Wie lange Mittelalter. warst denn du noch mal da? Du warst doch lang da. Meine erste Reise war nicht lang. Später in Irland war ich sehr lange, aber die allererste Reise, so der Kickstart, das war nur ein paar Monate. Also, weil ich kam, glaube ich, im November wieder. Ich glaube, das war nämlich so August, wo ich da war. Und dann kam ich wieder und habe Aber einen ist das, Job. sind das, ich muss mal fragen, sind das so, ist das sowas wie der Jakobsweg oder was, was es da gibt, oder? Bisschen, ja. Es ist halt, ja, genau, es ist so ein bisschen so ein Pilgerwanderweg. Ja, und kann man dann da auch arbeiten irgendwie oder übernachten auch in solchen Nee, Bauernhöfen? dort gar nicht, aber du kannst halt überall zelten, ne? Also ich habe ja so ein Ein-Mann-Zelt, das hatte ich dann auch dabei auf dem Rücken. Und in Schottland ist es halt auch so dieses freie Campingrecht. Also du darfst überall zelten. Okay. Und du darfst maximal 3 Tage am Stück an einem Ort bleiben. Das ist so bei denen gesetzt. Hattest du da nicht Angst? Ja, schon, aber anders, ne? Weil, also wirklich, das war, mir ging es halt so schlecht, ne? Also das kann man schwer beschreiben, aber ich war wirklich an so einem Punkt angelangt, wo ich halt nicht mehr so sein wollte einfach, ja? Also ich wollte halt nicht mehr so leben, ne? Und es war so ein bisschen wie so eine Therapie dann in dem Moment. Also es war Hm. wirklich so, ich habe extrem viel durchgemacht. Also ich habe furchtbar viel von meiner Mutter geträumt. Und ich glaube, die hat sich bestimmt auch extreme Sorgen gemacht und bestimmt auch viel an mich gedacht. Also ich weiß noch, die ersten Nächte waren super intensiv. Also was ich alles geträumt habe. Also von daher, ja, Ängste waren auf jeden Fall krass da. Aber das waren andere Ängste. Es war so wie eigentlich so ein Verarbeiten von allem, was davor war. Und ich habe auch ganz viel so die Geschichte mit meinem Ex-Freund verarbeitet. Halt so ganz intensive Beziehungsgeschichten, so Selbstzweifel. Und ich muss halt sagen, mich hat es halt psychisch so aufgebaut, weil ich so, also es hatte auch ganz viel mit so einer inneren Stimme zu tun, oder beziehungsweise ich kann schon sagen, es war auch so eine Gott-Verbindung dann, ne? Weil ich war halt ganz viel in den Bergen und ich habe so auch geweint, ne? Also ich muss sagen, ich bin ja auch ganz oft so gewandert, alleine und habe geheult und geheult, weil alles so hochkam, so diese ganzen alten Sachen. Und ich habe auch viele Ängste eben gehabt, so, also ich habe ja auch Höhenangst, bin trotzdem so ganz komische, krasse Wege gelaufen. Und weil ich halt wissen wollte. Also es war wirklich so, ich will jetzt wissen, will ich leben oder nicht? So, Ja. will ich jetzt diesen Weg hier gehen? Weil wenn ich hier nicht aufpasse, dann kann ich hier ganz schön böse abstürzen. Ne? Damals Ja. hatte ich hatte zwar ein Telefon, aber noch kein Smartphone. Es war auch die meiste Zeit aus. Und man hatte auch teilweise in so den Cairngorms hattest du keinen Empfang. Gar nichts. Also wenn du da irgendwo abgestürzt wärst, dann Halleluja. Und es war so Ja. ein bisschen, weißt du, ich musste das irgendwie so für mich erleben und so durchmachen. Und ich weiß noch, dass ich halt ganz oft dann so angefangen habe zu singen, um mir Mut zu machen, zu beten. Ich habe richtig laut gebetet. Und dann sind, also das klingt so verrückt, aber es sind wirklich dann so viele Sachen immer passiert. Also in den Momenten meiner größten Verzweiflung und dem stärksten Gebet sind so wie so kleine Gesten. Was? Zum Beispiel auf einmal, weißt du, es war so wolkenbehangen, ich musste so einen extremen Berg hoch und ich hatte so viel Angst und habe halt so gebetet, gebetet und geheult. Und dann war ich auf diesem Berg und die Sonne, wirklich, die Wolken haben sich verzogen, die Sonne ging auf, ich stand da oben und dachte einfach nur so, wow, krass. Also dafür, allein dieser Schmerz durch dieses Tal zu gehen, hat sich so gelohnt. Es war wie so ein Geschenk, ne? Wie so göttliches Geschenk, wo ich mich so wie so beschützt gefühlt habe auf einmal, ne? Wie so, auf einmal kommt die Sonne, es wird trocken für mich, der Weg wird leichter, ja. Oder ich bin irgendwann durch so einen Wald nachts gegangen und habe partout keinen Zeltplatz gefunden, hatte so Angst, es wird dunkel, ich weiß nicht, wo ich zelten soll, es war irgendwie mir zu dicht. Also manchmal mochte ich auch nicht so ein Dickicht groß zelten, sondern ich habe schon ein bisschen so Freifläche für mich gebraucht, um mich wohlzufühlen.
Und ich hatte solche Angst, ja, irgendwie, ich konnte keinen Zeltplatz finden, dann wieder gebetet, dann habe ich irgendwie auf so einer Lichtung durchgeguckt, da waren auf einmal so Bärchen, die haben dann Lagerfeuerchen gehabt und gezeltet. Und ich so, Gott sei Dank, Menschen, ja, Zivilisation, dann bin ich zu denen hin. Mir tat es halt leid, weil ich dachte, ich wollte denen jetzt keinen romantischen Moment Ja. zeigen. Ja, dann habe ich hab gesagt, Leute, ich bin gerade so am, ich irgendwie habe ich so viel Angst, wenn es euch nichts ausmacht, ich lasse euch hier so, ich bin ein bisschen weiter weg, aber ich bin froh, dass ich einfach wo zelten kann, wo ich weiß, da ist noch jemand. Und die waren so total cool, weißt du, dann, na klar, kein Problem, ich kann auch mit ans Feuer. Ich so, nee, du, alles gut, aber halt, wisst ihr, und es war für mich auch wie so ein Geschenk dann in dem Moment, weißt du. Und es gab immer so Kleinigkeiten irgendwie, wo ich dann gelernt habe, tatsächlich um Hilfe zu bitten, ehrlich gesagt. Also eigentlich war es ein Weg der Therapie, was ich jetzt auch nochmal in so einer richtigen Therapie erfahren habe, es ist wirklich dieses sich mitteilen, um Hilfe bitten, nicht alles in sich rein und mit sich auch selbst ausmachen, sondern wirklich auch rauszukommen, ne? Und es Krass. war heilsam. Krass. Aber würdest du jetzt für dich sagen, es hat dich Gott näher gebracht, oder würdest du für dich sagen, du bist gläubig generell und es hat dir Gott näher gebracht? Oder sagst du eher, nee, ich glaube eher so an die Natur und ich weiß es nicht? Ja, also ich muss sagen, ich bin halt schon sehr gläubig und habe so durch meine katholischen Wurzeln habe ich schon auch so einen katholischen Draht. Ich war gestern auch schön im Aschermittwochsgottesdienst und irgendwie, also ich habe so meine eigenen Rituale mit der Religion, so ein bisschen auch durch meine Oma, ne? Die hat mir auch einen Rosenkranz beigebracht auf Polnisch. Ich sag mal so, ich bin nicht so, so extrem krass katholisch, dass ich jetzt wirklich an alles, also alles so, alle Rituale abfahren muss, aber ich habe so meinen eigenen Glauben irgendwie und ich habe so eine persönliche Jesus-Verbindung einfach. Also für mich ist einfach so die Figur von Jesus, die Idee davon, was er darstellt, hat für mich halt so das höchste Gut. Es ist halt so eine, ich sag mal, so eine bedingungslose Liebe und das verbinde ich mit dem Glauben, so eine bedingungslose Liebe und ich hatte halt tatsächlich in solchen Situationen, wenn ich da war, alleine auf mich gestellt, immer das Gefühl, ich bin beschützt und getragen. Ich kann es nicht sagen, aber es ist wirklich so ein Glaube in mir, der da ist, ja. Auch in den dunkelsten Stunden, wenn es mir jetzt auch scheiße geht und so, irgendwie ist da so ein Fünkchen in mir drin, was, wo ich irgendwie weiß, ich bin so beschützt. Und gerade durch diese Grenzerfahrungen in der Natur war ich halt dem Gefühl noch näher, als wenn man halt viele Sachen macht und irgendwie nicht so, ne, also wenn man halt wirklich nur darüber nachdenken muss, dass man trocken bleibt, wo man was, einen Schlafplatz findet, ein Essen und Trinken, das sind ja so Quintessenzen des Daseins. Grundbedürfnisse, ja. Und da kommt man dann schon an so Momente, wo man so, ja, also ich denke mal, viele von diesen Erfahrungen, die haben mir halt echt geholfen so und mit mir und meinem Leben so ein bisschen klarzukommen, in so eine Dankbarkeit auch reinzukommen, ne? Krass. Wie alt warst du damals eigentlich? Da war ich schon voll, also über 20 schon. Das war ja wirklich schon, Ja, ich boah. überlege auch gerade, also ich war mit Doma auf jeden Fall schon zusammen. Naja, das war echt spät, vielleicht mit 28 oder so, ne? Also ich habe ja studiert bis 2010 und ab dann ging es los. Also Stimmt. dann habe ich so dieses Leben irgendwie da draußen so angefangen. Also ich war, dann bin ich gelandet, weil ich in Schottland damals eine lustige Begegnung hatte mit einem. Das war nämlich auch so ein Moment, also da saß ich da und habe mich nicht getraut, an so Felsformationen zu wandern, weil es echt ein bisschen gruselig war. Und dann kam so ein Typ mit seinem Fahrrad vorbei. Und ich, nee, also du kannst da nicht mit deinem Fahrrad jetzt lang. Das sind so krasse Felsformationen, da muss man richtig so klettern. Und er so, echt? Na, lass mal gucken, ne? Und dann hat er sein Fahrrad genommen auf die Schulter und ich mir, weil ich habe gedacht, das kann nicht sein, so ein Verrückter mit dem Fahrrad, da schaffe ich das ja jetzt auch. Und der ist mit mir diesen ganzen Weg gelaufen, ne? Und da was waren Iren? Und da habe ich gesagt, ey, wenn die Iren alle so drauf sind, dann muss ich nach Irland. Das war so geil, wirklich, der war das so, der ist wirklich da geklettert mit dem Fahrrad auf dem. Was? Also irre, irre. Und ich dann hinterher mit meinem Rucksack einfach nur. Das heißt, du bist von Schottland zurück, hast auf dem Mittelaltermarkt gearbeitet.
Ach, wo war denn noch mal immer der Mittelaltermarkt? Damals war der in Neu-Ulm und später in Pforzheim. Also das erste Jahr habe ich noch mitgemacht in Neu-Ulm und jetzt ist der in Pforzheim, den gibt es immer noch. Der ist da immer noch jedes Jahr. Ah, du hast doch dann Dünnete oder sowas, gell, gebacken. Genau, also am Anfang habe ich Holzschwerter für Kinder verkauft und dann habe ich später eben über den Manu dann so Flammkuchen, so Dinnete gebacken und irgendwann bin ich bei der Drachenwaffel gelandet und habe ich so Drachenwaffeln verkauft für Kinder. Habe mir auch so ein lustiges Mittelalterkostüm genäht und so einen witzigen Filzhut. Und dann so die Ja. Drachen. Aber bist du dann damals nach Irland mit dem Manu schon? Nee, das erste Mal war ich ganz alleine. Der Manu und die Maike haben mich einmal auf der Reise später begleitet. Wir sind dann gemeinsam so ein halbes Jahr oder ein paar Monate auf jeden Fall gemeinsam in Irland gewesen. Das war aber zum zweiten Mal. Das erste Mal war ich ganz alleine. Das war krass. Da bin ich ganz, ganz alleine damals noch über BlaBlaCar total zufällig mit einem Typen mitgefahren. Auf Oh. einer Fähre über Holland und wir sind, glaube ich, 2 Tage unterwegs gewesen. Der hat mich Was? damals für 60 Euro oder ja, 60 Euro hat er mich mitgenommen. Die erste Nacht habe ich bei dem auch gepennt. Er hat sich so ein B&B dort gemietet. Der fährt da jedes Jahr. Ich habe sogar noch Kontakt mit dem. Der fragt auch jedes Jahr, ob ich wieder mitkomme. Der fährt aber meistens zu so Zeiten, wo ich nicht kann. Genau, und auf jeden Fall, das war meine erste Reise. Und dann weiß ich noch, ich hatte einfach nur mir dort irgendeine Karte oder so. Also es war Donegal, bin ich gegangen. Und ich wollte dann halt auch einfach nur wandern. Und ich bin die komplette West Küste in Irland lang gelaufen, bis runter nach Barra Peninsula mit meiner Aber da Familie. hast du, glaube ich, auch gearbeitet, oder? Genau, da kam es dann auch immer mal an so Momente, wo ich dann natürlich, also ich weiß noch, ich bin mit 300 Euro dorthin, mehr hatte ich nicht, das war alles, was ich hatte. Gott, Ja. das wäre für mich schon so Panik alles, so mit einem Typen. Keinen Rückflug, Oh Gott. nichts. Den Rückflug habe ich sogar geschenkt bekommen am Ende. Ich glaub's Was? dir. Ja, den hat mir jemand einfach so geschenkt. Verrückt, ja. Er hat mich noch an den Flughafen gefahren sogar. Ja, ich hatte ganz tolle Erlebnisse. Das kann man alles gar nicht so wiedergeben, wenn man sich darüber nachdenkt, ne? Was ich da alles erlebt habe. Und ich habe halt oft so für Kost und Logis irgendwo dann. Also es waren aber auch immer so Zufälle. Ich weiß noch, ich kam nach Waterville und dann dachte ich, ach, vielleicht kann ich ja in so einer Jugendherberge ein bisschen arbeiten irgendwie, weil ich war dann müde. Ich wollte dann auch einfach mal irgendwo bleiben kurz. Und dann kam ich rein in Waterville, das war so ein Hostel. Das hat damals so einem Typen, Dylan heißt der, ne, gehört. Und ich kam rein, ah ja, wie sieht's denn aus? Ich könnte mal so einen Job gebrauchen oder habt ihr irgendwas zu tun, so Kost und Logis? Der guckt mich an. Dich schickt der Himmel. Wir haben jetzt gerade so ein Festival und uns fehlen die Leute, ne? Das war richtig cool, weil so Sachen sind mir halt ständig passiert, ne? Und dann war ich da auch natürlich viel länger, als das Festival ging. War dann so ein, das war nämlich ein Waterville, das war so ein Örtchen, wo auch eine Zeit lang Charlie Chaplin, der hatte da, glaube ich, ein Haus und deswegen gibt es dort immer so Charlie Chaplin Festival. Was? Mit so lauter Pantomimen aus der ganzen Welt, die dann Charlie Chaplin Weißt du, du darstellen. warst doch auch irgendwann mal irgendwo, wo lauter Baumhäuser waren, erinnere ich mich. Das ist in Görlitz, in der Nähe von Görlitz. Das ist die Insel Einsiedeln, nennt sich das. Das ist empfehlenswert, da kann man auch mit Kindern hin, da kann man sich Baumhäuser mieten und dort wohnen. Und da gibt es halt jedes Jahr so ein kleines Festival im September, das Folklorum. Da sind dann auch viele Spiele und Bands und das ist halt direkt an der polnischen Grenze. Und das Ding ist auch sehr fantasievoll gebaut, das ist richtig cool. Aber Auch da so hast du auch gearbeitet, ne? da habe ich auch gearbeitet, da war ich quasi im Rahmen des Folklorum. Hab dort aber in so einem Restaurant gearbeitet, 2 Wochen lang. Es war also nicht lang, also so 2 Wochen lang. Und das war natürlich cool, weil das ist ja direkt an der polnischen Grenze. Und wenn du halt Polnisch und Deutsch kannst, ist es natürlich super praktisch dort. Und es hat super Spaß gemacht. Vor allem, die bilden dort halt auch aus. Das heißt, du kannst dort Schreiner lernen, Hotelfachfrau und solche Sachen. Und ich bin auch in dieser WG dort gelandet. Also da gibt es quasi eine eigene WG von lauter Azubis oder so Mitarbeitern. Die haben ein eigenes Haus mit Hühnern und so ein paar Bauwegen und richtig schöne Stimmung dort. Und da habe ich dann auch mitgewohnt. Wie cool. Aber das war mit Manu oder ohne Manu? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ohne, da war ich, glaube ich, sogar schon getrennt von dem.
Echt? Genau, also wen es interessiert, der Manu, das war mein Freund für, ich weiß nicht, wir waren insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Jahre zusammen, haben uns auf dem Mittelaltermarkt kennengelernt, aber haben dann auch ein relativ freies Liebesleben gehabt. Also eine Zeit lang haben wir mal zusammen bei Freunden gehaust und auf Märkten gearbeitet. Eine Zeit lang Mhm. waren wir auch so getrennt voneinander, wo ich in Irland war, beziehungsweise meine erste Reise, da waren wir noch nicht wirklich zusammen. Da hatten wir uns kurz vorher kennengelernt und es war jetzt noch nicht so, wird es jetzt eine Beziehung, eine feste oder nicht. Und später war das auch eher so ein bisschen Richtung offene Beziehung hin. Aber ja, wir haben schon auch viele Sachen zusammen erlebt, ne? Weil er ja auch so ein bisschen zigeunermäßig unterwegs war wie ich. Und Ist der jetzt einmal eigentlich noch, macht der noch seine Ausbildung als Zimmermann? er wohnt ja jetzt auch hier in Leipzig. Ach nee, echt? Aber unabhängig voneinander. Beziehungsweise stimmt ja nicht ganz, weil wir sind ja gemeinsam hier auf dem Ancient Trends Festival gelandet. Das ist ja auch nochmal so ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, das Ancient Trends Festival. Das findet in Taucha statt, ein Festival für Maultrommeln und Weltmusik. Und als ich noch ohne festen Wohnsitz war, 2014, bin ich mit Manu zusammen über diesen Mittelaltermarkt, über Freunde, die dort gearbeitet haben, hier gelandet als freiwillige Helfer. Und ich bin irgendwie gleich in die Deko gegangen, weil ich gerne halt gezeichnet, genäht und so gemacht habe. Und Manu ist relativ gleich in so ein Bauteam dort gelandet. Also er hat dann gleich mit Holz gebaut und Sachen gemacht. Und wir haben uns halt mit allen auch gut verstanden und mir hat es auch ganz gut gefallen. Und ein Jahr später bin ich auf einem Vipassana-Kurs, was ja auch ein großer Teil meines Lebens war, viele so Klösterbesuche und Erklär mal, Vipassana-Buddhismus. was das ist, genau. Genau, also Vipassana ist so eine Richtung, die kommt aus dem Buddhismus. Das ist so eine Art, naja, so eine Art Retreat, kann man sagen. So ein 10-tägiger Kurs, wo man sozusagen in Schweigen verbringt. Also man darf nicht reden, man darf auch nicht Blicke tauschen. Also es geht auch wirklich darum, so ein bisschen diese innere Einkehr zu haben. Man hat 2 feste Mahlzeiten am Tag und meditiert ungefähr, also wirklich von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends wird meditiert in Stille und es gibt so einen Meditationsraum, dann gibt es so verschiedene andere Räume und man kann auch mal eine kleine Runde spazieren gehen im Innenhof. Genau, also ich hatte halt auch immer wieder so dieses, ja, also irgendwie so diesen Drang nach, ja, Veränderung, Erleuchtung. Ich weiß nicht, wie man es nennen kann, halt so Selbstzufriedenheit, halt diese Art Selbsttherapie im Sinne von, ne, zu gucken, wo sind die eigenen Wurzeln, was will man eigentlich im Leben. Und genau, und irgendwann bin ich eben bei Vipassana gelandet. Das war halt so schön, weil es so ein bisschen streng war. Also Vipassana ist wirklich sehr, da muss man schon sehr diszipliniert durchgehen und es ist sehr anstrengend. Und man hat auch keine äußeren Einflüsse groß, weil du darfst nichts lesen, kein Handy, keine Musik hören und so weiter. Und kommst dann wirklich so in deine inneren Themen. Genau, und lustigerweise bin ich auf so einem Kurs gewesen. Also ich war sogar Langzeithelferin, also ein bisschen länger auch in diesem Ort. Und da habe ich halt wieder jemanden aus dem Festival getroffen, der mich gefragt hat, ob ich wieder mitmachen will. Und das war ziemlich lustig, weil, ne, da hieß es dann auch, der Dekoposten ist frei. Also quasi wird eigentlich jemand gesucht, der den Fokus, von der Dekoration übernimmt. Und ich wurde irgendwie gleich so gefragt, ob ich das machen könnte. Und das fand ich irgendwie so eine coole Idee, weil ich dachte, ja, eigentlich sehe ich mich da drin. Und habe mich eben so gefragt, naja, ne, kann ich jetzt öfter in Leipzig sein, vielleicht auch vor dem Festival schon so ein paar Workshops geben oder Sachen vorbereiten. Und dann war irgendwie so innerlich so dieses Gefühl, okay, eigentlich weiß ich gerade eh nicht so genau, ist dieses Leben unterwegs, ist das noch so mein Ding? Ach, ich könnte ja eigentlich auch Leipzig ziehen, ne? Genau, und dann war das so spontan irgendwie dieser Ruf, dass ich in Leipzig gelandet bin durch dieses Festival, durch diese Aufgabe, die mir da Ja. zugeteilt wurde. Genau, und das muss ich halt sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Festival ist für mich so ein Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben gewesen, weil ich wirklich, mir wurde was zugetraut, ich wurde in eine Position gesteckt, wo mir unglaublich viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Das ist auch das, was ich wirklich an unserem Festival nach wie vor so liebe, dass man in sich ausprobieren kann in jeder Position, wo du im normalen Arbeitsleben nie die Chance hättest zu landen ohne irgendwelche Ausbildung oder was weiß ich etc. Da wird dir wirklich so ein Grundstein gelegt, so ein Geschenk gemacht,
Probier dich aus, mach eine Grenzerfahrung, guck, wie weit, was sind deine Talente, ja. Und es war so krass, weil es hat mir so viel Stärke und Mut und so gegeben, was ich eigentlich alles kann, was so meine Talente sind, wie ich auch so eine Gruppe anleiten kann dort. Also es war Also richtig. erklär mal, was ist es für ein Fest oder wie viele Gäste kommen da? Genau, also es ist so ein Maultrommel-Weltmusikfestival, also ja, viel instrumentelle Musik, Bands aus aller Welt, also wirklich interkulturell. Es geht natürlich hauptsächlich um die Maultrommel, ist so das Hauptinstrument, was da gespielt wird. Didgeridoo, Ancient steht so ein bisschen für diesen Ursprung, also Ancient Trance. Es ist so eine ursprüngliche Trance, also so eine Idee auch von so einer Erfahrung, wie man vielleicht durch Musik und durch Tanzen eben in so einen Zustand geraten kann, der so ein bisschen, ja, so eine Grenzerfahrung, so eine Trance-Erfahrung, ne, so ohne irgendwie Techno, also so natürlicher Techno kann man es vielleicht auch ein bisschen nennen, so durch Trommeln und verschiedene Und wie lang Rhythmen. geht es? Das Festival geht jetzt insgesamt 4 Tage, ist Ah eigentlich im ja. August. Wir hatten jetzt das 13. Festival letztes Jahr. Und jetzt gibt es eine Pause. Dieses Jahr machen wir eine Pause und nächstes Jahr geht es weiter. Und wie viele Gäste habt ihr immer? Genau, also wir haben so eine Obergrenze von circa 5000 Besuchern. Was schon viel ist, weil es findet in einem Dörfchen statt, das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht in Leipzig selber, sondern in Taucha. Das ist ein kleines Städtchen. Also Dorf nicht, sondern es ist schon eine eigene Stadt. Aber es ist eine kleine Stadt und es ist mitten in der Stadt. Ja, also Okay. das muss ja so eine Stadt auch erstmal mitmachen, weil es ist nicht leise, ne? Und die Kapazitäten sind natürlich, ne? Deswegen versuchen wir jetzt auch schon darauf zu achten, dass es nicht mehr wird, ne? Weil so ein Festival kann halt auch mal schnell gehypt werden und dann wird es auf einmal bereist von, also lauter zu vielen Gästen, ne? Das macht ja dann die Stadt auch nicht mit, weil die müssen uns ja auch zum Beispiel Feldwege oder Feldplätze zum Zelten geben die uns frei, Parkplätze. Ne, das ist ja schon ein riesen Konglomerat an Ja, Organisationen, klar. dazu gehört mit der Stadt. Dann die ganzen Auflagen, die eingehalten werden müssen. Ne, das ist natürlich schon auch echt so ein richtig krasses Ding, sowas zu organisieren und vor allem nebenberuflich. Also es ist komplett ehrenamtlich organisiert. Es ist der Träger ist ein Verein und wir hatten jetzt, während Corona hatten wir auch mal so eine Kulturförderung bekommen, ne, so einen Antrag gestellt und wurden mitfinanziert so ein bisschen dadurch. Aber an sich finanziert sich das Festival ja auch selbst durch die Einnahmen, also durch die Verkäufe der Tickets. Also je nachdem müssen wir auch die Ticketpreise immer ein bisschen anpassen, gucken, weil wie viel Gage bekommen die einzelnen Künstler, ne, und dementsprechend wird dann das Und was Festival. kostet so ein Ticket? Also jetzt waren es, glaube ich, 110 Euro oder so. Im Vorverkauf meistens noch so ein Hunderter für 4 Tage Festival mit Super. Zelten inklusive. Und ja, es ist halt wirklich, man kann auch als Helfer mitmachen. Also wir sind ungefähr 2 Wochen vorher schon am Bauen von den Plätzen. Also Bauteam, Küchenteam, Deko-Team eben. Jetzt mache ich halt Social-Media-Betreuung und Öffentlichkeitsarbeit von dem Festival. Mache halt so den Insta-Kanal, Facebook. Und es macht halt voll viel Spaß und auch ein bisschen Bands interviewt haben wir letztes Jahr. Kommen da auch Ja. Bands von der ganzen Welt, oder? Total, also wirklich Israel, USA, Griechenland, was hatten wir? Ukraine. Krass. Ja. Das wievielte Jahr machst du da schon mit? 2014 war mein erstes als Helferin. Und dann Boah. bin ich nach Leipzig gezogen. Also 2015 hatte ich dann die Deko-Leitung. 2 Jahre habe ich Deko-Leitung gemacht. Dann hatte ich einmal Menschenkreis-Leitung. Und jetzt die letzten 2 Jahre habe ich jeweils Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Aber das heißt, du bist fast von Anfang an dabei, ne? Naja, das erste Festival in Taucha war 2010. Okay, aber trotzdem. Lang dabei, Also aber. es werden jetzt 10 Jahre. Ja, stimmt. Ja, und deswegen bin ich nach Leipzig gezogen auch, wegen dem Ist der Festival. Manu auch noch dabei, oder? Genau, der Manu, der kam dann irgendwann. Also ich weiß noch, der Manu. Also wir waren dann ja schon ab 2014 waren wir getrennt. Also als ich hergezogen bin, war ich schon von ihm getrennt. Und er hat aber
immer mitgemacht auch. Also ich glaube, die Jahre später hat er auch Kammer halt immer so zum Mitmachen und hat immer mitgebaut. Das war so sein Ding. Und er hat ja dann auch eine Ausbildung angefangen. Ich glaube, in Gera hat er dann auch eine Ausbildung zum Schreiner gemacht. Oder nee, zum Zimmermann. Entschuldigung. Zimmermann. Und wohnt jetzt mittlerweile in der WG hier in Leipzig auch. Also der. Warte mal, ich überlege, du bist 2014, bist du nach Leipzig und ich bin ja 2015 im Oktober erstmal nach Hannover und dann 2016 zu März bin ich ja dann nach Thüringen. Genau. Da warst du doch auch. Wo warst du auch? In Gera oder Jena oder wo? Nee, ich war erstmal, war ich ja im Eichsfeld. Ne, also so Harz hatte ich ja als erstes gehabt. Ich glaube, da war ich 2 Jahre, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann war ich bestimmt 3 Jahre, wenn nicht länger, in Gera, ja. Also es war auch witzig, weil dich hat es dann halt wieder ein Jahr vorher nach Leipzig gezogen und ich war dann im Prinzip ein Jahr später, ne, 2 Jahre, also nicht ganz 2 Jahre später da. Und wir waren ja auch nicht weit voneinander entfernt. Also ich bin ja vom Eichsfeld bis zu dir nach Leipzig war 1 Stunde. Und manche meiner Märkte oder Filialen waren ja auch in der Nähe von Leipzig. Also manchmal, also war ich ja dann schon dich öfter mal besuchen. Und ich weiß noch, deine erste Wohnung war die nicht in der Bahnhofstraße? Nee, Eisenbahnstraße. Straße da hinten im Osten von Leipzig. Das war so ein WG-Zimmer, oder? Ja, da habe ich doch mit den zwei Jungs da gewohnt. Hattest du nicht zwei WGs? War ich nicht bei zwei verschiedenen WGs? Eine, da war ein Hund, weiß ich noch. Das war meine erste WG. Also genau, da warst du auf jeden Fall öfter mal zu Besuch in der Ja, wo Zeit. wir auf dem Dach auch waren, ne? Genau, da haben wir ja auch auf dem Dach, da habe ich ja auch die ganze Deko mit den Ancient Trends-Leuten auf dem Dachboden und so gemacht. Genau, und später bin ich nach Schleusig in so ein Haus gezogen. Ich Das weiß war nicht, ob. so. Da war ich doch. Da war ich auch. Da war ich zur Eröffnungsparty im Dommer und es war so lustig, weil wir haben dich erstmal nicht gefunden. Da waren so super viele Leute und wir kamen halt in das Haus und ich meine, ja, ich sag mal so, ich kam von der Arbeit, ja, in meinem Anzug, sage ich mal, im Hemd, ne? Und der Dommer halt, keine Ahnung, ganz normal. Und alle dort waren halt wirklich so Künstler, sage ich mal. Und wir haben dich halt gesucht. Und dann hat irgendjemand gesagt, ah, die Aki ist da im Zimmer. Und auf jeden Fall, das war so lustig, weil der Dommer guckt aus dem Fenster. Und dann war da halt einer, der hat so mit Feuerfackeln, ja, hat jongliert. Und der Dommer, der hat schon entfassen können, dieses Haus, diese Leute, war für den schon viel. Und dann guckt er raus und sagt so, was ist denn das jetzt für einer? Und der Witz war, wir gehen dann in den Garten. Und der Typ immer noch mit den Feuerfackeln, wir gehen in den Garten, dann kommt der Typ und sagt, ey Mann, zum Dommer, wie geht's? Geil, dass ihr da seid. Der Dommer guckt, ach Gott, du bist, und das war der Manu. Das war wirklich so Wahnsinn, weil der Manu an unserer Hochzeit war der noch zusammen, Agi, das war 2015, da war der Manu ja noch dabei. Ja. Und es war halt so witzig, weil der da war halt so, was ist das für ein Freak? Und dann war es halt einfach der Manu. So verrückt war das. Ja, Noch, ich wir bin. waren in dem Haus. Aber du, bevor du in das Haus bist, ich weiß, ich war in einer WG, da waren wir auf dem Dach. Und ich war noch in einer WG, das war auch in so einer alten, in so einem alten Haus, das war ziemlich weit oben, oder? Das war zu Besuch dann, aber da habe ich nie gewohnt. Ne? Hast du nur in der einen WG gewohnt auf dem Dach? Ja, nur in der einen WG und dann eben in dem Haus und jetzt wohne ich alleine. Und seitdem, Ja. 2019, bin ich hier in meiner Wohnung alleine. Da war ich ja auch öfter. Genau, da waren wir auch mal hier auf dem kleinen Weihnachtsmarkt am Felsenkeller. Genau. Oder hier hier an dem Fluss, da sind wir spazieren gegangen. Genau. Ja, hier könnte ich jetzt noch ein bisschen bleiben, ne? Bis ich Ja, alles habe. die Wohnung ist schön. Das ist, wie heißt der Teil nochmal von Leipzig? Plagwitz. Plagwitz, genau. Stimmt. Ja, Leipzig ist schön. Auf Ja, jeden Leipzig Fall. ist cool. Aber ich weiß gar nicht, als du nach Leipzig bist, warst du ja nicht gleich am Theater. Du hast ja irgendwie. Genau, ich habe bei St. Benno Verlag angefangen, bei diesem komischen katholischen beziehungsweise christlichen Stimmt. Katalog am Telefon. Ich habe Stimmt. Bestellungen genommen von Menschen, die sich Devotien bestellen und verschiedene
Und dann habe ich auch mal ein bisschen in der Fabrik hinten gearbeitet, irgendwie. Also, es war total lustig. Es war so ein 6-Stunden-Job, glaube ich. Also, es war, glaube ich, so 30 Stunden oder 25. Das war so mein erster Job. Eigentlich habe ich mir einfach nur was suchen wollen, um versichert zu sein. Hauptsache, erst mal wieder in Arbeit zu kommen, weil ich war ja wirklich ohne festen Wohnsitz, nicht gemeldet. Also, es war echt ein krasser Weg da auch wieder zurück, ne? Also, wieder sich zu versichern, ein Konto anzulegen. Warum haben Sie kein Konto? Also dann wurde meine Finanznummer erst gesperrt. Das Finanzamt hatte mich gesperrt, weil es war auch so ein Horrortrip, weil ich dachte, oh Gott, jetzt komme ich in den Knast oder so. Und dann saß ich im Finanzamt und dann haben die zu mir gesagt, naja, Ihre Nummer, da steht halt ins Ausland verzogen oder gestorben. Das war echt krass. So ein krasser Moment, wo ich dachte, ach, da war mein Ziel. Ich wollte eigentlich von der Welt verschwinden. Jetzt tauche ich wieder auf. Ja, das war lustig. Genau, deswegen, und irgendwann habe ich dann auch den Job gekündigt und habe dann in so einer Restaurantfirma, also bei so einer Stadtbad-Dinnershow gearbeitet. Das war auch sehr lustig. Und irgendwann habe ich eben von der Oper Leipzig diese Ausschreibung als Ankleiderin gesehen. Und weil ich halt irgendwie immer im Theater arbeiten wollte, dachte ich, ach, wie cool, da bewerbe ich mich jetzt drauf. Und dann kam eben diese Geschichte von früher, ne? Wo wir diesen Film gemacht haben und irgendwie, ich habe ja auch viel genäht, also auch eigene Klamotten genäht und dann habe ich so wie so eine Art Portfolio zusammengestellt von Sachen, die ich schon genäht habe und irgendwie wurde ich halt eingeladen. Ich hatte echt Glück. Also ich habe einfach Glück gehabt, diesen Job zu bekommen und genau, und bin dann da geblieben. Also jetzt bin ich zwar nicht mehr an der Oper, sondern bin dann ans Schauspiel gewechselt, weil ich tatsächlich mehr Spaß am Schauspiel habe. Mir gefällt es ein bisschen besser als so das Gesinge den ganzen Tag. Aber der Job ist an sich so der gleiche, ne? Also ich ziehe halt die Leute an, bereite die Kostüme, nähe, bügel mal was und so. Ja, an sich ist der Job so von der Stadt auch. Das ist eigentlich ganz gut. Ganz gut. Und vor allem diese ganze Corona-Zeit habe ich dadurch auch, ja, ganz gut durchgestanden. Das stimmt. Und würdest du jetzt sagen, für dich so Leipzig ist für dich Heimat und da, das ist so für dich, da willst du bleiben oder sagst du, naja, wer weiß? Also ich habe dazu zwei verschiedene Gefühle, ne? Also auf der einen Seite denke ich, ich könnte halt hier wirklich so komplett sterben, ne? Also ich könnte hier so als Oma leben, weil es ist irgendwie eine schöne Stadt. Also es ist so, ja, also so, ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht mehr vorstellen, auf dem Land zu wohnen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, so irgendwo in der Pampa. Das wäre jetzt nicht mehr so meins. Ich fühle mich schon in der Stadt sehr wohl allein. Durch die Möglichkeiten, die einem hier gegeben sind. Man kommt wirklich, man kann schnell was einkaufen, man kommt von A nach B, man hat einen Arzt, was weiß ich, also so Kleinigkeiten. Ja, du bist halt nicht auf ein Auto angewiesen. Ne? Hier bist du irgendwie so, also was das angeht, so Selbstständigkeit, finde ich, ist es halt so eine Freiheit irgendwie, so eine Stadt. Aber du hast doch einen Führerschein, oder? Ich überlege gerade. Ich habe einen Führerschein, aber ich habe noch nie ein Auto gehabt, weil es wirklich in der Stadt Stimmt. keinen Sinn macht. Das Also stimmt, ja. ich brauche kein Auto und das Ding ist halt, wie gesagt, du hast halt hier trotzdem, ist Leipzig nicht so eine laute Chaosstadt, sondern es ist irgendwie alles so ein bisschen gechillt. Gemütlich, ja, stimmt. Irgendwie ist es trotzdem so dörflich gemütlich und man hat viel Grünfläche, man hat die Seen überall. Ja. Ne? Ich weiß noch, das Einzige, was mir mal am Anfang gefehlt hat, waren so ein bisschen die Berge, die bergigen, hügeligen Landschaften. Es ist halt hier wirklich alles sehr flach. Und so ein bisschen, wenn ich zum Beispiel in Frankfurt bin, die Leute sind schon anders. Also in Frankfurt sind alle ein bisschen direkter so, hier in Leipzig sind alle so ein bisschen zurückhaltender. Also schon offen. Also Leipzig ist super offen, sehr tolerant, aber ein bisschen zurückhaltender vielleicht im Umgang. Ich weiß es nicht, aber ich mag es hier. Ich weiß es nicht. Ich finde es hier irgendwie interessant. Ja, Leipzig ist total schön, auch die Marienberger Seeplatten zum Beispiel. Also vielseitig. Ich finde, Leipzig kann man super viel unternehmen, wie du sagst. Es ist halt Stadt, trotzdem grün. Da, wo du wohnst, ist so ein bisschen, sag ich mal, so, ja, für mich gefühlt so ein bisschen wie früher Jungbusch, so ein bisschen alternativ, aber irgendwie auch schön. Also jetzt nicht irgendwie kriminell. Familie, ja, alternativ. Ja. Nicht extrem links wie in Ja. Chemnitz, da würde ich jetzt nicht unbedingt wohnen wollen. Ja. Oder jetzt im Osten mittlerweile, wo ich am Anfang gewohnt habe, ist auch ein bisschen wilder halt, weil hier ist alles Ja. so ruhiger, hier sind auch Familien und Genau.
Aber in der Stadt ist Leipzig halt, also im Zentrum ist es halt eine richtige Großstadt, ja. Ja. Genau. Also man sagt ja auch, Leipzig ist so das neue Berlin, ne? So vom Trend Jedenfalls her. schöner als Berlin. Ja, es ist auch schöner, aber man sagt so, weil Berlin war so die alte Trendstadt und Leipzig ist so die neue Trendstadt, sagt man so, oder hat man gesagt vor ein paar Jahren. Leipzig, ja. Aber ich finde Leipzig auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also schon, es ist eine Stadt, die man sich definitiv anschauen sollte. Definitiv. Also es gibt super viele schöne Städte in den neuen Bundesländern, um es mal politisch auszudrücken. Ja, ja. Also wirklich, ob jetzt Dresden, Erfurt, also mega schöne Städte wirklich, aber Leipzig ist wirklich so eine Stadt, die mir mit am besten gefallen hat, auf jeden Fall. Also mir sogar besser gefallen jetzt wie Erfurt zum Beispiel. Ja. Nee, also ich fühle mich hier jetzt schon auch echt zu Hause, weil es ist jetzt so meine Wahlheimat irgendwo, ne? So, ich habe mir das hier ausgesucht. Ich wurde hier so ein bisschen hingerufen. Und ich hatte halt immer so den Eindruck, Leipzig war so lieb zu mir, also so gut zu mir irgendwie. Ich habe hier so viele Möglichkeiten bekommen. Genau, also von daher mag ich es echt gerne. Ich meine, ich könnte mir grundsätzlich, bin ich so ein weltoffener Typ, ja. Also ich weiß, ich würde mich überall wohlfühlen, ne? Also ich würde überall irgendwo meine Menschen finden, mit denen ich klarkomme, wenn ich jetzt jobmäßig zum Beispiel wechseln würde, ja. Könnte ich mir jetzt schon vorstellen, auch mal woanders wieder zu wohnen, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis. Ich fühle mich hier schon sehr zu Hause und habe so meine Freunde, so eine kleine Bubble, wo man dann auch immer mal was unternehmen kann oder selbst wenn ich alleine bin. Es gibt halt einfach diese Orte, wo ich so liebe, ne? Also einfach hinzufahren mit dem Fahrrad und ja. Ja, das ist doch schön. Also sowieso aus deinem Mundes zu hören, ist umso schöner, weil du wirklich, wie du ja selbst sagst, jahrelang so rastlos warst, ne? Also so irgendwie, keine Stimmt. Ahnung. Es war immer für mich immer so ein Überraschungsei, wenn ich die Aggies nächste Mal sehe, wie ist sie jetzt unterwegs und was sagt sie jetzt und wo geht's jetzt hin? Und zum Teil auch, ja, wer ist ihr Partner, sage ich mal, ne? Also es war immer so. Und ich muss schon sagen, seit du in Leipzig bist, ist es so eine feste Base einfach, ne? Wo du einfach, wo man merkt, du bist da angekommen und ne, findest dich da zurecht und alles. Also das stimmt schon. Ja, aber siehst du, mich hat nur immer gewundert, weil dich hat es ja immer in die Welt getrieben, aber mich hat immer gewundert, dass du selten Europa verlassen hast. Beziehungsweise halt so den Kontinent. Also ja, du warst mit Jerry ja, glaube ich, einmal oder zweimal sogar drüben in den USA, ne? Einmal war ich in den USA und ein einziges Mal mit der Oper, also Ah, beruflich. stimmt, in Japan, gell? Nee, in China, wir waren in Hongkong. Ah, okay. Aber nur eine Woche lang, aber das war so mein exotischstes Reiseziel, muss ich sagen. Stimmt. Bei Hongkong war ja, was war das, amerikanische Kolonie oder britische Kolonie? Englische, britische Kolonie, ja. Genau, also dadurch ist wohl auch Hongkong sehr speziell und nicht so Ja. typisch China, ne? Ja. Also auch sehr westlich orientiert. Ja. Aber ich habe mich schon sehr wohl dort gefühlt. Also ich dachte, also ich fand faszinierend diese Stille trotz der Massen. Also es war so krass, weil, also das war für mich so eine krasse Erfahrung, weil da alle sehr diszipliniert miteinander und mit dem Straßenverkehr umgegangen sind. Also auch mit diesem Ampelsystem. Und überhaupt dieses ganze System war so richtig geil idiotensicher. Du musstest wirklich keine Sprache sprechen. Du wusstest, welche U-Bahn-Station und wo, weil wenn du dir die Tickets gekauft hast, da gab es ganz viel zum Anklicken mit Farbbuttons und dann auch die Wege waren immer so blau oder grün und mit Pfeilen. Also man musste, das war so richtig herrlich dort irgendwie, so idiotenmäßig gemacht. Und man kam echt schnell zurecht irgendwie, konnte von A nach B selbstständig da rumfahren, wenn man halt Zeit hatte. Wir hatten halt echt viel Freizeit auch, muss man dazu sagen. Für diese Verhältnisse, dass man dort als Arbeitender, also wir haben ja auch ein Stück dort aufgeführt, der Tannhäuser, wir wurden eingeladen quasi von dieser Oper dort in Hongkong. Und das war richtig cool. Und ich weiß noch, als ich nachts, wo wir zurückgeflogen sind, und ich weiß noch, ich war am Bahnhof, Hauptbahnhof Leipzig. So ein Penner, der mich anschnort wegen irgendwas da irgendwie. Ich war so, Gott, Leute, ich will zurück nach Hongkong. Also wirklich, ich war auf diesem Bahnhof, da waren 10 Leute in Hongkong, waren 10.000.
Und da war so eine Ruhe und so eine Disziplin. Und da war im Bahnhof so ein Durcheinander hin und her. Der eine will das, der andere ist das. Total über so Ja, stimmt. den Moment, weil ich meine, dort sind die Menschen natürlich einen anderen Umgang gewöhnt. Ne? Die kommen dann jetzt nicht auf dich zu oder fühlen sich erstmal komisch berührt, wenn du nach einem Weg fragst. Damit können die nicht so umgehen. Das ist eine andere Kultur. Ja. Aber halt so eine angenehm zurückhaltende, ne? Wo ich dann echt total überfordert war, dann von diesem lauten Leipzig, wo ich dachte, mein Gott, hier stinkt's und ist voll laut. In Hongkong war alles friedlich, so total schräg. Ja, das Aber waren cool, schöne. dass du die Möglichkeit hattest. Total, das war ein super Geschenk, ey, das war wirklich toll. Und ansonsten, genau, also mich hat es aber so innerlich auch immer nach Irland und Schottland getrieben. Das ist, weiß nicht, ob das irgendwie so ein Urahn-Ding ist. Mich hat es auch nach Rumänien gezogen, ne? Da war ich auch einmal mit einem Freund von mir aus England, war ich in Rumänien, in Maramureș und viel dort in den Bergen wandern und. Stimmt. Stimmt, da erinnere ich mich noch. Habt ihr da nicht Bären gesehen? Nee, nee, Gott sei Dank. Ich Aber du hatte Angst. hattest Schiss, dass du einen Bär triffst, gell? So Ja, ich irgendwie. hatte Bärenglocke in meinem Rucksack. Aber Nee, aber wir du sind. bist ja auch immer sehr mit Polen verbunden, muss man ja auch sagen. Ja, natürlich, das ist ja meine Heimat. Also da fahre ich jetzt auch wieder an die Ostsee und jetzt sowieso klappe ich mal meine Familie wieder ab im Sommer. Genau, also Aber ihr kommt mittlerweile. nicht, ihr kommt ja aus Krasnik, gell? Also ich persönlich bin in Krasnik geboren, das ist ja auch schon fast an der Ukraine. Mhm. Und meine Mama, die ist aus Olsztyn, aus Allenstein, also Ostpreußen ehemals. Und wir haben jetzt noch Familie in Breslau quasi, also in Wrocław. Und in Warschau habe ich noch Familie und in Olsztyn. Und wir fahren aber auch jedes Jahr mittlerweile fast mit meinem Papa, meiner Schwester, meiner Halbschwester, fahren wir jetzt auch wieder an die Ostsee zusammen. Hey, wer weiß, wie oft Schön. man noch gemeinsam in Ja, Urlaub stimmt. fahren kann, weißt du manchmal. Papa ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, die polnische Ostsee ist halt auch für mich immer so ein bisschen Heimat. Wobei ich muss auch sagen, dass ich mit Manu auch mal so eine polnische Ostseereise gemacht habe. Das war auch richtig cool. Und dann später auch alleine, wo ich einfach mal die Ostsee lang gelaufen bin mit meinem Zelt. Und das irgendwie ist auch schön. So das Meer hatte auch so was. So eine Urkraft, ne? Wenn man, also ich mag das sowieso, wenn ich Urlaub habe, mich so ein bisschen mit den Elementen zu verbinden. Ein bisschen in der Ja. Natur. Das finde ich voll wichtig, gerade wenn man so in der Stadt lebt. Ja, ich erinnere mich noch, als du warst ja als Kind, also wo wir Kinder waren, immer 6 Wochen in Polen, ne? Da warst du ja irgendwie auf so einer Freizeit und dann bei der Oma. Und ich habe Hey, immer so getrauert. Ich war so traurig, wenn die Aki weg war. Das war für mich am schlimmsten, ehrlich. Das war echt so furchtbar. Aber ja, ihr wart immer, ne? Aber waren deine Eltern, warst du da alleine oder waren deine Eltern damit? nee, ich war allein im Ferienlager. Ich habe immer so zwei verschiedene Ferienlager mitgemacht und hatte aber Glück. Also weil ich glaube, in Deutschland war das auch sehr teuer, solche Lager. Und in Polen war es ein bisschen billiger. Und dadurch, dass meine Tante beim Fernsehen gearbeitet hat, also immer noch heute in Warschau, und die dann auch solche Reisen organisiert hatten. Und ich glaube, die konnte mich dann immer so mitnehmen. Also deswegen war es ein bisschen günstiger natürlich auch für meine Mutter. So für mich so einen Urlaub zu organisieren. Und da wir eh, also ich glaube, ich war auch super ungern mit meinen Eltern im Urlaub, vielleicht zweimal oder so. Es war ja langweilig. Also ich mochte ja immer mit Kindern oder Jugendlichen später halt rumhängen, kennenlernen, Sachen machen. Also ich war nie, auch mal meiner allerersten Reise, so ein, ich hatte nie Heimweh. Nie, nie. Was? Ich das nicht. Ich wollte nie zu meinen Eltern Heimweh, Schnick und Schnack, ne? Mit 6, 7 Jahren schon, oh ja, Kinder, andere Jugendliche, was erleben, so, das war voll mein Ding. Also ich hatte auch nie Berührungsängste mit Fremden. Das war, irgendwie war ich schon immer so neugierig, neugierig aufs Leben. Ja, das stimmt. Ja, ich sag ja, du warst im Gegensatz zu mir sehr offen, schon immer. Und ich bin ja schon eher so der verschlossene Typ. Am Anfang zumindest, Ja, ne? genau. Das hat ja unterschiedliche Gründe, ne? Also manchmal hat man so eine Schutzfunktion und muss erstmal warm werden mit Leuten, ne? Jeder ist ein anderer Charakter. Ich bin halt oft so ein Typ erstmal Kampf nach vorne, ne? Also so, es gibt ja auch so diese Idee von Aufregung. Wenn ich aufgeregt bin, dann gehe ich eher so raus, ne? Dann hoffe ich mal zu viel.
Ne? Und manche Leute gehen dann eher so in sich und in die Stille, und bei mir ist alles so ein bisschen übertrieben da. Und so war ich irgendwie schon immer auch so ein bisschen Selbstdarstellung. Also das hat mir dann zum Beispiel auch so eine Selbstsicherheit gegeben manchmal, ne? Ich weiß noch, Aber. du kamst aus einem Ferienlager zurück und es muss auch gewesen sein schon zu der Panga-Zeit, weil ich erinnere mich noch an dieses Lied Makumba, Makumba, Na, Makumba Ska. Afrika, Afrika, Afrika. Ja, also Punk in Polen war auch spannend für mich. Das war so anders als in Deutschland auch, ne? Also in Polen gab es ja auch so ein paar besetzte Zentren, und das war aber alles so versteckt. Man musste irgendwie jemanden kennen, um irgendwo auf eine Party zu kommen, auf so ein Punkkonzert. Das war irgendwie ein bisschen underground-mäßig. Ja. Aber witzig. Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja, dein Leben sehr interessant, deine Wege sehr interessant, ne? Also ich meine, alleine der Weg der Selbstfindung, wer hat den Mut, alleine irgendwo hinzugehen und laufen zu gehen? Ich meine, klar, manche gehen auf den Jakobsweg, ne? Aber wirklich so, wie du sagst, in den Flieger zu gehen, nur 300 Euro zu haben, da stellen sich mir jetzt schon die Nackenhaare, da hätte ich so Panik schon, ja? Also ich meine, das ist ja wirklich raus aus der Komfortzone, ne? Also Ja. krass. Aber es war wirklich so eine Notwendigkeit, ne? Also jetzt heute wäre es, würde ich es anders, ne? Heute habe ich ja diese Bedürfnisse nicht mehr. Aber damals war es wirklich so irgendwie kein Ausweg sonst, ne? Und ich war irgendwie schon immer so, aber ja, so wie trotzdem, ne, so aus der inneren Kraft heraus, dass es halt wahrhaftig ist, ne? Dass man nicht so, also es war natürlich auch ein bisschen Stolz dabei, ne? Man wollte auch keine Hilfe annehmen, sondern man wollte es auch selber wissen, so irgendwie, ne? Aber am Ende war das halt mein Weg, der war halt wichtig, ne? Andere gehen vielleicht in Therapie und erstmal in eine Klinik, wo ich dann jetzt später erst war, ne? Um halt auch mal so ein paar Sachen nochmal da zu verarbeiten. Aber damals war das halt für mich so ein anderer Weg, um mit mir selber irgendwie klarzukommen. Und also wie gesagt, es war wirklich so ein inneres Bedürfnis und so eine Notwendigkeit, weil es wäre dann immer in dem Moment nicht weitergegangen. Ich musste dann irgendwas anders machen. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Ich meine, ja, jeder findet seinen Weg selber. Ne? Also ich meine, finde ich gut. Also ich bin den Weg gegangen über dann verschiedene Schulungen, Kurse, Meditation, Reiki, weiß der Kuckuck. Ne? Also ich meine, jeder findet ja seinen Weg, wie er irgendwie Dinge verarbeiten kann. Und es ist auch wichtig, dass man das tut, definitiv. Ne? Also jeder sollte das tun. Ja, aber das ist halt mal ein ganz anderer Ansatz und mega spannend, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ziemlich lang gequatscht, Agilein, wie immer. Also ich bedanke mich herzlich, dass du da warst. Und die Agi kommt bestimmt auch mal wieder in Podcast, auch in unserem Pfälzer Stammtisch, wo man ein Wollte bisschen mal was mal sagen, wenn man hier mit den diskutieren. Ja. Mädels besucht. Next Topmodel fängt an. Das gucke ich mir an heute. Oh Gott, Agi, Auf jetzt bin ich geschockt, dass du sowas guckst. diesen Seiten Ehrlich. Katastrophe. Ja, aber ja, du kommst auf jeden Fall zu unserem Pfälzer Stammtisch, aber es hat mich jetzt mega mal gefreut, ja, einfach deine Geschichte zu hören. Ich finde es mega inspirierend. Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Und wie gesagt, also alleine unsere Freundschaft ist halt schon mega inspirierend, weil wenn man mich so kennt und meinen Lebensweg und kennt deinen Lebensweg jetzt, aber trotzdem, ja, wie du sagst, es ist halt mehr wie Freundschaft. Es ist wirklich wie Familie. Es ist eine Verbundenheit. Und man kann verschieden sein und trotzdem verbunden sein, ne? Und das ist, glaube ich, so das Besondere auch daran. Ja. Ich denke auch viel Toleranz füreinander und auch vor Ja. allem Lernen vom anderen, was halt spannend ist. Weil Ja. die Lebenswege, je unterschiedlicher sie sind, desto mehr, wenn man sich annehmen kann, kann man auch von dem anderen was lernen, ne? So ist es. Und vor allem, ich sag mal so, was ich halt an uns so schätze, ist, dass wir nie, sage ich mal, die Leute durch Äußerliches bewertet haben. Ne? Also ich meine, mir ist total egal, ob jemand grüne Haare hat, gelbe Haare, was weiß ich, gestylt ist oder nicht. Für mich zählt halt, was das Innere im Menschen aussagt. Und bei dir ist halt genauso. Und ich meine, wie gesagt, also zum Teil sind wir aufgetreten, da kam ich von der Arbeit in meinem Anzug und du warst halt, ne? Mit deinen Leuten unterwegs und aber für mich war das auch nie befremdlich. Ich habe mich nie schlecht gefühlt, weil ich jetzt hier durch die Eisenbahnstraße laufe mit meinem Anzug, ja. War halt so, ne? Weil, wie gesagt, im Inneren trotzdem fühlt man sich ja verbunden. Also von daher auch diese Wege gehen. Ne? Also man muss nicht immer
denken, man muss sich so Gleichgesinnte suchen und Gleichgesinnte sind so das. Nee, also Gleichgesinntheit, glaube ich, hat was mit dem Herzen zu tun. Was hat man im Kopf, was man hat man im Herz und welche Umgangsformen pflegt man, ja? Also respektieren, ne? Leben, leben lassen, tolerieren. Ja, also wir haben ja auch nie uns gegenseitig verurteilt. Also du bist ja nie zu mir gekommen, hast gesagt, naja, du mit deinem scheiß BWL-Studium, weil wie gesagt, ich meine, wir sind ja richtig krass gegensätzlich. Also welcher BWL-Student hat was mit einem Kulturwissenschaftsstudent zu tun, ne? Also es ist ja eigentlich schon verrückt, das zu sagen, ja. Aber wir haben uns ja nie da irgendwie für, also du hast mich ja nie für meinen Lebensweg fertig gemacht, dass ich halt wirklich in die Wirtschaft gehe, ne? Und hier richtig, ne, im System bin. Und ich habe dich aber auch nie dafür verurteilt, dass du nicht im System bist, ne? Und mit deinem Rucksack durch die Gegend bist. Also irgendwie. Man hat trotzdem auch die Stärke des anderen irgendwo da drin Ja. an, weil das war ja Definitiv. für alles, ne? Also so ein Respekt irgendwie gegenseitig, ja. Ja, wie gesagt, ich bewundere das. Also ich könnte das nicht, Aki. Sag ich dir so, wie es ist. Also da, obwohl du ja eigentlich wirklich immer so der ängstliche Typ warst, muss man ja sagen, Naja. ne? Oder bist auch. Aber irgendwie, keine Ahnung, du bist in anderen Sachen ängstlich, wo ich halt, sage ich mal, gar nicht ängstlich bin, wo ich dann denke, Agi, wieso hast du jetzt Angst davor? Und dafür bin ich aber in Dingen ängstlich, wo du wahrscheinlich sagst, hä? Ja. Okay. Ah, krass. Ja, aber es war auf jeden Fall. Mit der Angst, die Dinge zu tun oder trotz ihr, das ist dann richtig spannend. Das stimmt. Ja. Also schön war's, Agi. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir werden dich mit Sicherheit noch öfters sehen und ich beende jetzt mal hier diesen Podcast. Vielen Dank. Lasst Dankeschön. Daumen nach oben da. Gerne auch einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Ancient Trends Festival, zum Wandern in Irland mit dem Rucksack oder was weiß ich. Schreibt runter, die Agi antwortet. Und bitte lasst ein Abo da. Das wäre echt famos.